Herzlich willkommen aus dem Infopunkt im Schumacher Quartier. Herzlich willkommen zur digitalen Informationsveranstaltung zu Konzeptverfahren. Ich begrüße ganz herzlich alle Gäste, die heute zugeschaltet sind, die Experten, Interessierte an dem Thema Konzeptverfahren. 5.000 Wohnungen werden entstehen. 10.000 Menschen werden hier ein neues Zuhause haben. Etwa die Hälfte der Grundstücke geht an die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und für alle anderen Grundstücke sind Sie gefragt. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich zugeschaltet sind und freuen uns, in den nächsten 2 Stunden hier gemeinsam über das Thema Konzeptverfahren mehr zu erfahren. Mein Name ist Konstanze Krämer, ich bin von der Stadtentwicklungsgesellschaft MBH und wir dürfen die Koordinierungsstelle Konzeptverfahren betreiben und haben deswegen natürlich auch Interesse an den Konzeptverfahren im Schumacher Quartier. Heute Abend führe ich Sie die nächsten 2 Stunden durch diesen Abend und nehme auch gern alle Ihre Fragen an und will Ihnen als allererstes aber ganz kurz sagen, worum geht es denn heute in diesen nächsten 2 Stunden? Als allererstes werden wir das Projekt noch einmal in Gänze kennenlernen. Die Konzeptbausteine, die wird uns Herr Nowotny von der Tegel-Projekt GmbH vorstellen. Die Vergabe von Erbbaurechten im Konzeptverfahren übernimmt die BIM und in dem Falle wird uns Frau Höhr einmal mitnehmen in die Erbbaurechtswelt von Berlin. Die Vorstellung der Verfahren selber und was geplant ist im Schumacher Quartier wird uns Gudrun Sack als Geschäftsführerin der Tegel-Projekt erzählen. Und wir stellen natürlich auch noch einmal die Koordinierungsstelle Konzeptverfahren des Landes vor. Das übernimmt meine Kollegin Frau Trautwein. Eine gute halbe Stunde von 18.45 Uhr bis 19.15 Uhr haben wir als offene Fragerunde vorgesehen. Und nutzen Sie also ganz rege den Chat. Wir freuen uns über all Ihre Fragen und alles, was Ihnen am Herzen liegt. Dafür haben wir hier im Infopoint auch ein Team, was die Fragen entgegennimmt und bündelt. Und wir versuchen, so viele wie möglich davon am Ende des Tages auch zu beantworten. Und all das ist sozusagen der Beginn eines Prozesses. Es wird jetzt also bald losgehen hier im Schumacher Quartier. Um 19.30 Uhr werden wir Sie hier erst einmal verabschieden, aber freuen uns dann auch, weiter von Ihnen zu hören und mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Als allererstes aber eine Begrüßung von Gudrun Sack, der Geschäftsführung der Tegel-Projekt GmbH. Ich gebe ab. Ja, meine Damen und Herren, als Geschäftsführerin der Tegel-Projekt freue ich mich, Sie heute so zahlreich hier begrüßen zu können. Wir sind eine Managementgesellschaft, die Tegel-Projekt GmbH. Wir sind also keine Bauherren, weil wir oft gefragt werden, ob wir hier auch bauen. Nein, das tun wir nicht. Aber seit über 10 Jahren beplanen wir den ehemaligen Flughafen Tegel zu dem größten städtebaulichen Modellquartier Berlins. Das Schumacher Quartier, um das es heute hier gehen soll, wird zu 50% im Konzeptverfahren vergeben an gemeinwohlorientierte Player. Vor Beginn der ersten Konzeptverfahren im Schumacher Quartier möchten wir allen Interessierten einen Überblick zum Projekt und zum Vergabeprozess geben. Detailinformationen zu den baulichen und vergaberechtlichen Vorgaben werden mit Beginn des europaweiten Vergabeverfahrens dann bekannt gegeben. Offene Fragen, wurde schon eben gesagt, beantworten wir gerne im Nachgang, soweit dieses uns heute vergaberechtlich möglich ist. Ja, hiermit gebe ich zurück an Konstanze Krämer ins Studio und nochmal ein herzliches Willkommen. Und wir freuen uns, wenn Sie hier zahlreich und engagiert an diesem tollen Projekt mitarbeiten. Vielen herzlichen Dank, Frau Sack. Und was es so besonders macht, im Schumacher Quartier dabei zu sein, wie dieses Projekt gestaltet wird und ja, was die ersten wichtigen Konzeptbausteine sein werden, das erzählt uns jetzt Nicolas Nowotny. Er ist Bereichsleiter von Planung und Entwicklung bei der Tegel Projekt GmbH. Herzlichen Dank, Frau Krämer. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen das Projekt TXL mit dem Schwerpunkt Schumacher Quartier vorstellen. Vielleicht das nächste Bild gleich bitte. Das Bild kennen Sie wahrscheinlich vielleicht nicht unbedingt aus dieser Perspektive, weil ich denke, es ist bekannt, das alte Herzstück des ehemaligen Flughafens Tegel mit den zentralen Terminalgebäuden, der Zufahrt und den Nebengebäuden. Vielleicht mal zur Orientierung.
Vielleicht kann man das einblenden und zeigen. Sie sind früher von Süden, genau, von dort, von Süden in das Areal hineingekommen, vom Saatwinklerdamm durch den Tunnel. Man sieht, das ist gar kein Tunnel, sondern eine Brücke. Sind Sie in das Herzstück von Berlin TXL hineingekommen mit dem signifikanten Tower weiter rechts, dem Terminal B, dem Gebäude, was jetzt eingeblendet ist, und natürlich insbesondere dem signifikanten Hexagon des alten Flughafens. Zum Flughafen gehören auch noch die Nebengebäude, die viele von Ihnen vielleicht gar nicht so kennen. Der große Hangarbereich im Westen, das Cargo-Gebäude und auch die weiteren Werkstattflächen des Flughafenareals. Nächste Folie, bitte. Das signifikante Hexagon finden Sie hier im Bild am unteren Rand. An der Stelle im Süden wieder die Zufahrt weiter unten, von der Sie in der Vergangenheit und auch heute in das Areal hineingefahren sind, unten vom Saatwinklerdamm, unten genau in Ost-West-Richtung auch und dem Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal. Und wenn man sich die Größe des Areals mal insgesamt jetzt anschaut, 495 Hektar umfasst das gesamte Areal, was wir beplanen dürfen, also als Größenordnung, das entspricht ungefähr 5% vom Stadtgebiet von Paris, also eine enorm große Fläche. Nächste Folie, bitte. Was machen wir jetzt mit der Fläche? Tatsächlich laufen viele Ideen, Planungen schon seit 2008 und davor. Sie können das hier sehen, wir haben das hier mal dargestellt. Die ersten Überlegungen wurden schon vor 2008 angestellt. Seitdem gab es mehr als 10 Standortkonferenzen, die sich befasst haben mit Ideen, mit Werkstätten, mit Überlegungen, was man mit dem ganzen Areal Flughafen Tegel machen kann nach Schließung. Eine umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung hat stattgefunden, Werkstätten, insbesondere auch Wettbewerbsverfahren, mit denen die ganzen Planungen, die seitdem gelaufen sind, qualifiziert worden sind. Vielleicht auch als allgemeine Information, auch Bürgerinnen und Bürgervertreter haben an diesen Wettbewerbsverfahren teilgenommen. Die Ideen, die in den Wettbewerben entwickelt wurden, sind dann auch bereits in die ersten Bauleitplanungs-, also die Bebauungsplanungsprozesse eingeflossen. Wie ist das erfolgt? Nächste Folie bitte. Diese verschiedenen Ideen, die in diesem langjährigen Prozess entwickelt wurden, sind von 6 internationalen Büros aufgegriffen worden, die unterschiedliche Aufträge hatten. Einige Büros haben sich auseinandergesetzt mit gewerblich-industriellen Ansiedlungen, andere mit Landschaftsentwicklung, mit Planwerkstätten, mit Event-Freizeitthemen. Und diese Ideen, die dann aufgegriffen wurden, sind, nächste Folie bitte, übergeführt worden in einen Masterplan. Nächste Seite bitte. In einen Masterplan, der für uns seit 2013, seitdem er beschlossen wurde, die Grundlage für die weiteren Planungen darstellt. Zur Orientierung nochmal, in der Mitte sehen Sie wieder das signifikante Hexagon an der Stelle und die Südzufahrt von Süden vom Saatwinklerdamm. Am östlichen Rand den Kurt-Schumacher-Damm, genau, der sich hochzieht bis hoch zum Kurt-Schumacher-Platz. Rechts das dunkle große Gebäude, weiter rechts ist das Clou, das Sie vielleicht alle kennen. Also Sie sehen, wenn wir wieder rausblenden, das gesamte Areal reicht zukünftig, also mehr als der Flughafen heute groß ist, bis an den Kurt-Schumacher-Platz hinein. Es besteht im Wesentlichen aus 4 Komponenten. Rund um die Terminalgebäude befindet sich die Urban Tech Republic, ein Forschungs- und Industriepark für Zukunftstechnologien, der heute nicht Schwerpunkt sein soll. Ich werde nur 2, 3 Worte im Weiteren dazu noch sagen. Im Osten das Schumacher-Quartier, hier rötlich dargestellt, was sich bis zum Kurt-Schumacher-Platz hinzieht. Im Norden sehen Sie eine braun markierte Fläche, die sich anschließt an die City Genimer. Das ist der ehemalige Regierungsflughafen des Flughafens Tegel. Dort befindet sich in weiten Teilen noch heute die Bundeswehr. Und diese Fläche ist nach aktuellem Stand noch bis 2029 durch die Bundeswehr genutzt. Von daher jetzt erstmal kein Gegenstand der weiteren Planung. Und was Sie insbesondere wahrnehmen, ist, dass ein Großteil der Fläche unbebaut bleibt. Die hellgrünen Flächen, die Sie dort sehen, des Flughafenareals, werden auch zukünftig als Grün- und Freianlagenfläche verbleiben. Nächste Folie, bitte. Ich hatte es kurz bereits angerissen. Der gesamte Bereich der Urban Tech Republic, also des Forschungs- und Industrieparks rund um die Bestandsgebäude,
Dafür hat es einen städtebaulichen Wettbewerb gegeben, den Sie hier abgebildet sehen. Das ist noch keine Architektur. Das ist die Grundlage für die Bebauungsplanverfahren. Gleiches im östlichen Bereich, im Schumacher Quartier. Auch hierfür hat es einen Wettbewerb gegeben, der die Grundlage für die Bebauungsplanverfahren darstellte. Nächste Folie bitte. Darüber hinaus haben wir uns in der Vergangenheit auseinandergesetzt, natürlich mit der Öffnung des Areals. Das heißt, der Flughafen war natürlich bis dato ein abgeschlossenes Areal, wird es die nächste Zeit als Baustelle natürlich auch noch bleiben, aber mittel- bis langfristig soll der Flughafen natürlich geöffnet werden. Und wir haben uns bereits in der Vergangenheit intensive Gedanken gemacht, wie man das zukünftige Gelände verzahnen kann mit der Umgebung, mit Spandau, mit Mitte, mit Reinickendorf, mit Charlottenburg-Wilmersdorf. Und hier sehen Sie 84 Bausteine, die alle lauter kleine einzelne Maßnahmen darstellen, wie man diese Verzahnung mit dem zukünftigen Areal TXL herstellen kann. Nächste Folie bitte. Das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, sind aber bis dato Pläne, Städtebau, ein bisschen Architektur. Als wir uns dem ganzen Thema angenähert haben, haben wir uns aber die Frage gestellt, was ist eigentlich die DNA? Worum geht es im Kern bei der weiteren Planung? Nächste Folie bitte. Und wir haben uns bereits frühzeitig 2013, 2012 Gedanken gemacht zu der weiteren Entwicklung, zu den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Themen, also die heute in aller Munde sind. Ich muss nur sagen, Ressourcenmangel, Klimawandel, demografischer Wandel, Energiewende, jetzt gerade in aller Munde. Aber auch das Thema der Urbanisierung und der Digitalisierung, die vielleicht momentan zum Teil ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, waren für uns ja eigentlich das Ergebnis oder die Antwort der Sinnfrage, was wir dort tun. Nächste Folie bitte. Weil unsere damaligen Analysen haben ergeben, dass wir natürlich eine Chance haben mit der Entwicklung dieses Areals. Sie wissen das, die Städte sind Problem und Lösung des Klimawandels oder können es sein, wenn wir es gut machen. Sie sind für 75% der CO2-Emissionen verantwortlich. Das heißt, wenn wir gute Lösungen entwickeln für dieses Areal, können wir auch Beispiel sein. Nächste Folie bitte. Und wir haben dafür eine Antwort gesucht auf diese Herausforderung und wir denken eigentlich auch eine sehr gute gefunden. Wir haben das Konzept der urbanen Technologien entwickelt. Nächste Folie bitte. Das sind für uns die Schlüsseltechnologien zur Klimaneutralität. Themen wie Mobilität, also natürlich neue Mobilität. Das Thema Energie, das Thema Recycling, auch in aller Munde, neue Werkstoffe einzusetzen und die intelligente Vernetzung über IKT dieser Technologien miteinander. Nächste Folie bitte. Ich hatte es gesagt, ich sage 2, 3 Worte noch mal kurz zur Urban Tech Republic, bevor ich zum Schumacher Quartier komme. Die Urban Tech Republic als größerer Bereich des gesamten Areals. Nächste Folie bitte. Die Urban Tech Republic, nächste Folie bitte, soll für uns Antworten bringen. Antworten auf die Fragen, die ich gestellt habe, wie begegnen wir dem Klimawandel, wie treiben wir die Digitalisierung voran, wie kann die Energieversorgung der Zukunft aussehen, und zwar mit der Technologie als Dienstleister, untergeordnet natürlich von Mensch und Natur, nicht als Dominator. Als Kern der Urban Tech Republic werden wir verschiedene Themen in die Bestandsgebäude implementieren. Wir werden Gründungszentren einrichten für Startups aus dem Bereich der urbanen Technologien. Wir werden Technologiezentren einrichten. Nächste Seite bitte. Also das heißt, wir werden mit der Urban Tech Republic die Heimat der urbanen Technologien kreieren, beziehungsweise wir sind dort auf dem Wege. Hier sehen Sie eine Illustration einer Umbauung der bisherigen Terminalgebäude, das ist die Perspektive in Richtung Süden. Nächste Folie bitte. Das heißt, es geht bei der Urban Tech Republic darum, Wissenschaft, Forschung und Industrie miteinander zu vernetzen, Ideen zu entwickeln. Nächste Folie bitte. Für das Gebiet der Urban Tech Republic. Ein Gebiet übrigens, was man sieht, was sehr stark in Grünanlagen eingebunden ist. Im Süden, im unteren Bereich, vielleicht können Sie es kurz einblenden, freundlicherweise, den Volkspark Jungfernheide, im Osten, auf der rechten Seite des Bildes, den Volkspark Rehberge und im Nordwesten links oben den Tegeler Forst. Und jetzt können wir wieder aufs Ganze blenden. Man sieht, dass das gesamte Areal eingebettet ist, eine Grünlandschaft, und das stellt auch den Hintergrund für den großen und hohen Anteil an Grün- und Freianlagen
da, die wir integriert haben. Nächste Folie. Bitte. Hier kann man, haben wir die Freianlagen, die verbleiben, nochmal etwas hervorgehoben. Der westlich, der linke Teil der Freianlagen wird sehr naturbelastend, als wir nennen das Tegeler Stadtheide, ausgeprägt sein. Nächste Folie. Und im Osten nähern wir uns dem Schumacher-Quartier. Links oben im Bild sehen Sie den etwas intensiv gegliederten Landschaftspark, den wir planen, also das Bindeglied zwischen der Urban Czech Republic und dem Schumacher-Quartier. Und Sie sehen auch, dass sich die Grünflächen in das neue Schumacher-Quartier im östlichen Teil hineinziehen. Rechts oben im Bild sehen Sie den fantastischen Blick, den man hat, über das freie Feld des früheren Flughafens hinaus. Nächstes Bild. Und in die andere Richtung befindet sich im Kern, im Herzen des Schumacher-Quartiers, unser sogenannter Quartierspark, ein auch naturbelassener Quartierspark, wie der Name es sagt, für die zukünftigen Anwohnerinnen und Anwohner des Areals. Nächste Folie, bitte. Jetzt komme ich zum eigentlichen Schumacher-Quartier. Nochmal zur Lage. Im östlichen Bereich des Flughafenareals TXL. Sie können vielleicht das Clou noch mal kurz zeigen, bitte, im unteren Bereich, damit Sie sich orientieren können. Genau dort und rechts der Kurt-Schumacher-Platz. Links unten der grün bewaldete Bereich ist die Julius-Leber-Kaserne. Nächste Folie, bitte. Und wir haben für das Schumacher-Quartier ein Konzept entwickelt für ein Areal, es wurde schon gesagt, auf 48 Hektar für über 5.000 Wohneinheiten, das heißt für über 10.000 Menschen. Was Sie hier sehen, ist ebenfalls noch keine Architektur, sondern das ist die Konfiguration des Städtebaus, wie wir ihn uns vorstellen. Nächste Folie, bitte. In Verbindung mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, die ich Ihnen geschildert habe, und den zum Teil technologischen Antworten, haben wir eine Charta entwickelt für das Schumacher-Quartier, die Zielsetzung für die weitere Planung dargestellt hat. Damals. Das heißt, Themen wie urbane Lebensräume, Wohnen für alle, Stadtgrün und öffentlicher Raum, offene Bildungslandschaft, klimagerechte Quartiersentwicklung, umweltfreundliche Mobilitätsgarantie und das Thema der Partizipation und Transparenz. Nächste Folie, bitte. Diese Themen sind eingeflossen in die Konzeptbausteine, die ich Ihnen jetzt in Kürze vorstellen will, die im Prinzip das Schumacher-Quartier ausmachen sollen der Zukunft und die Sie auch in den Konzeptverfahren wiederfinden werden. Nächste Folie, bitte. Das eine Thema ist das Thema der Nutzungsmischung. Damit haben wir uns natürlich auseinandergesetzt. Was soll das Schumacher-Quartier werden in der Zukunft? Soll es eine Siedlung sein? Soll es ein sehr städtisches Quartier sein? Hier sehen Sie unser Ergebnis. Hellblau markiert sind alle Gebäude, die Wohngebäude darstellen. Dunkelblau markiert ist natürlich im rechten Bereich, haben wir vorgesehen, einen Schwerpunkt mit gewerblicher Nutzung, das heißt Kerngebietsnutzung wie Einzelhandel, Büro, im Bereich des Kurt-Schumacher-Platzes. Rot markiert, Sie sehen das an den äußeren Rändern des Schumacher-Quartiers, sind unsere sogenannten Quartiersgaragen oder Mobility-Hubs, zu denen ich gleich noch was sagen will. Aber vielleicht als letzten Hinweis die gelben Flächen. Die gelben Flächen sind keine komplette Nutzung, sondern die beziehen sich auf die Erdgeschossflächen. Das heißt, Sie sehen dort auch in der Legende Mischnutzung und Base Zone, so heißt das. Nächste Folie bitte. Wir haben uns bei der Planung Gedanken gemacht. Die nächste Folie bitte. Wir haben uns bei der Planung Gedanken gemacht, wie lebendig soll das Schumacher-Quartier sein? Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen, oder wollen zumindest es versuchen, dass es keine Schlafstadt wird, sondern dass es ein lebendiges Quartier wird und haben dazu mit den Fachplanerinnen und Fachplanern das Konzept entwickelt des urbanen Sockels. Über den Namen kann man vielleicht noch diskutieren. Nächste Folie bitte. Aber die Idee ist es, die dahinter steckt. Das heißt, unsere Idee ist es, dass wir vielfältige Nutzungstypologien im Erdgeschoss unterbringen können und das haben wir auch in der Bebauungsplanung festgelegt. Das heißt, nutzungsflexible Erdgeschosse. Wir wollen vermeiden, wie Sie es vielleicht kennen in anderen Quartieren, dass man an geschlossenen Mauern als Stadtgesellschaft und Stadtspaziergänger vorbeiläuft, sondern dass man lebendige Erdgeschosszonen erleben kann, wie zum Beispiel rechts auf der Seite zu sehen ein Café, ja, oder auch Werkstätten oder auch soziale Infrastruktur oder für Sportverbände zum Beispiel Anlaufpunkte.
Das heißt, das ganze Konzept ist so aufgesetzt, dass nutzungsflexibel in den Erdgeschossen Nutzungen untergebracht werden können, wenn sich etwas nicht lohnen sollte. Wir werden sicherlich nicht, da machen wir uns keine Illusion, das ganze Quartier voller Cafés machen oder voller Friseure. Hat man auch die Möglichkeit, dort in bestimmten Bereichen Wohnraum unterzubringen. Nächste Folie bitte. Ein ganz anderes Thema, das werden Sie vielleicht auch der Presse entnommen haben, ist natürlich das ganze Thema Holzbau. Natürlich momentan sehr in der Diskussion. Sie kennen die ganzen Vorteile des Holzes, das Thema der CO2-Bindung, ja, durch Holz oder auch durch andere nachwachsende Rohstoffe. Und diese Ideen und Konzepte sind auch in die Planung mit eingeflossen und sind Rahmenbedingungen für den weiteren Umsetzungsprozess. Ein nächstes Thema, bitte, auf der Folgeseite, ist, ich hatte schon kurz angedeutet, das Thema des autoarmen Quartiers. In Rot nochmal die Quartiersgaragen oder Mobility Hubs. Nächste Folie, bitte. Hier nochmal hervorgehoben. Was ist das? Nächste Folie, bitte. Das sind Quartiersgaragen. Das heißt, im gesamten Kern des Schumacher Quartiers ist kein Pkw-Verkehr zugelassen. Mit Ausnahme wenige Flächen für mobilitätseingeschränkte Personen, die natürlich auf Antrag entsprechende Möglichkeiten bekommen, das ist klar. Aber an den Rändern schaffen wir diese Mobility Hubs, die auch nicht den Pkw-Verkehr fördern sollen. Wir haben einen Schlüssel von einem Stellplatz auf drei Wohnungen, aber insbesondere im Erdgeschossbereich alternative Mobilitätsformen anbieten sollen. Ich hatte es kurz eingangs erläutert. Mobilität, neue Mobilität ist ein zentrales Thema. Ja, Sie kennen viele dieser Mobilitätsformen und aus Zeitgründen würde ich die jetzt nicht alle erläutern, aber alternative Mobilität ist das Thema. Nächste Folie bitte. Hier sehen Sie jetzt einen solchen Stadtplatz, den wir haben, mit einem Mobility Hub als Illustration im Hintergrund, autofrei und wie wir hoffen auch als zentraler Marktplatz des Quartiers. Nächste Folie bitte. Wir setzen uns mit dem Thema Klima auseinander, mit dem Thema des Regenwassers. Nächste Folie bitte. Das heißt, wir haben für das Quartier das Thema der Schwammstadt übernommen oder von den Planern entwickelt worden. Das heißt, hier muss man differenzieren. Es gibt die öffentlichen Räume und die privaten Flächen, die Sie wahrscheinlich auch sehr stark interessiert. Ich bin hier erstmal bei den öffentlichen Flächen. Das gesamte Regenwasser im Quartier wird gesammelt und versickert und nicht nur gesammelt und versickert, sondern wir richten auch Verdunstungsflächen ein. Das heißt, Sie kennen wahrscheinlich diese klimatischen Effekte, ne? Wenn Wasser verdampft, dass dann entsprechend ein Kälteprozess entsteht. Ich glaube, heute müssen wir gerade darüber reden, ja, über das Thema, wie sinnvoll es ist, insbesondere mittelfristig vor dem Hintergrund des Klimawandels, nächste Folie, aber auch auf den privaten Grundstücken. Gibt es Ideen und Rahmenbedingungen, entsprechend mit Regenwasser umzugehen? Das heißt, mit einer 100-prozentigen Verdunstung des Regenwassers und einer Versickerung in gemeinschaftlichen Innenhöfen. Ist kompliziert, aber auch letztlich keine Wissenschaft und ist, glaube ich, sehr zukunftsweisend. Nächste Folie, bitte. Wir haben ein Energiekonzept entwickelt, ein Niedrigenergiekonzept. Nächste Folie, was in der mittleren bis Endphase auf 100% erneuerbare Energien setzt, wie Geothermie, wie Abwärme aus Abwasser, was auch die sogenannte Sektorkopplung, das heißt die Kopplung von Elektro, von nachhaltiger, also erneuerbarer Elektroenergie und Wärmeenergie berücksichtigt. Auch kein Ideenbild, Verträge sind abgeschlossen, das befindet sich in der Planung. Spannend ist, dass man hier die Prozessabwärme nutzen kann, aus dem Forschungs- und Industriepark und einspielen kann in das Konzept, in das Areal. Es muss am Ende einfach nur ein Hausanschlussantrag gestellt werden. Und dann hat man entsprechende Wärmeenergie. Nächstes Bild, bitte. Wir vernetzen das. Ich hatte angesprochen eigentlich das Thema der Digitalisierung und die verschiedenen Ideen über eine sogenannte offene urbane Datenplattform. Auch das werden Sie wiederfinden im Konzeptverfahren. Natürlich zum Nutzen der Menschen, zum Nutzen der Anwohnerinnen und Anwohner, um die Prozesse zu optimieren und der Natur etwas Gutes zu tun. Nächste Folie bitte. Ich habe jetzt zuletzt über technologische Themen gesprochen und ich möchte gerne wieder zurückkommen auf ein Thema, was bei uns Infrastruktur ist, nämlich die Straßen, die eigentlich keine Straßen sind.
Hier sehen Sie kein Imagebild, sondern ein konkretes Ergebnis der Planung. So sehen unsere Straßen innerhalb des Schumacher-Quartiers aus. Das heißt, es sind keine Straßen, es sollen Aufenthaltsräume werden. In einem im Kernbereich autofreien Quartier ist das möglich, und das streben wir an und planen so. Nächste Folie bitte. Die Straßen führen auf Plätze. Das ganze Gebiet ist konzipiert, dass immer in bestimmten Abständen sich Plätze wiederfinden. Nächste Folie. Für die Anwohnerinnen und Anwohner als Nachbarschaftsplätze, wo man sich treffen kann, sitzen kann, sich austauschen kann. Auf dem Bild sehen Sie im Übrigen auch diese Erdgeschosszonen, den urbanen Sockel, den ich angesprochen habe. Links und rechts ein bisschen die entsprechenden Cafés oder soziale Einrichtungen ermöglichen und auch das Bild zum Nachbarschaftsplatz abrunden. Nachbarn übrigens, ich habe es gesagt, für die Anwohnerinnen und Anwohner, aber nächste Folie bitte, vielleicht auch neue Bewohner des Quartiers. Sie kennen es vielleicht auch, dass wir das Animal Aided Design Konzept für das Areal unterstützen. Das heißt, wir fördern die Habitate für verschiedene Arten in dem Quartier und geben das auch vor. Das ist Bestandteil der Rahmenbedingungen, dass sich Arten, einheimische Arten dort entweder etablieren oder auch wieder neu etablieren können in dem Quartier. Und wenn man das von Anfang an in dem Planungsprozess mitdenkt, kann das gelingen. Nächste Folie bitte. Diese Elemente, Bausteine, die ich Ihnen dargestellt habe, haben wir zusammengeführt und auch 2021 veröffentlicht in unseren sogenannten Quartiershandbüchern, Teil A und B. Die können Sie nachlesen, die haben wir auf unserer Website eingestellt. Und diese Quartiershandbücher, nächste Folie bitte, bilden auch die Grundlage für die Konzeptverfahren zum Schumacher-Quartier, die Ihnen jetzt gleich anschließend Frau Höher und Frau Sack vorstellen werden. Ich bin damit am Ende. Nächste Folie bitte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich würde dann an Frau Krämer gerne wieder zurückgeben. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Nowotny. Das war, glaube ich, jetzt in Kurzform wirklich nochmal toll dargestellt, was die letzten 15 Jahre Arbeit auch bedeutet haben. Also viel, viel entwickelt, viel Zukunft, die hier entstehen soll, wie das Ganze dann operativ auch wirklich umgesetzt werden soll und was die Konzeptverfahren dafür eine Rolle spielen. Das werden wir jetzt in den nächsten zwei Vorträgen hören. Und als nächstes wird uns Sabine Höher von der BIM, der Berliner Immobiliengesellschaft, sagen, welcher Partner die BIM an der Seite der Tegel-Projekt GmbH ist. Sie ist Teamleiterin der Wettbewerbsverfahren und im Vertrieb. Und genau, sagt uns jetzt, wie die Konzeptverfahren ganz konkret dann auch unterstützt werden von Seiten der BIM. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich gemeinsam mit Ihnen zusammen und mit den Kolleginnen und Kollegen der Tegel-Projekt und der Stadtbau, Sie heute über die Vergabe von Grundstücken im Konzeptverfahren, die Vergabe von Erbberichten im Konzeptverfahren kurz informieren zu dürfen. Und ja, starten wir. Bitte einmal gleich zwei Folien weiter. Zunächst möchte ich ein paar Worte erklären über die BIM, unsere Gesellschaft. Die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH ist der Immobiliendienstleister des Landes Berlin und gemeinsam mit rund 840 Kolleginnen und Kollegen bewirtschaften wir natürlich die Verwaltungsliegenschaften des Landes, Gerichte, Finanzämter, Polizei und so weiter. Aber wir beraten auch die Politik und Verwaltung beim nachhaltigen Einsatz der Immobilien des Landes Berlin. Und wir führen alle Immobilientransaktionen des Landes Berlin durch. Wir kaufen Immobilien an für die Bedarfe des Landes. Wir verkaufen Arrondierungs- und Splitterflächen. Wir vergeben Erbbaurechte. Und das machen wir häufig auch nach einer Durchführung von Konzeptverfahren und unter Umständen auch vorgeschalteten Interessenbekundungsverfahren.
Grundlage dieser ganzen Grundstücksvergabe ist die Neuausrichtung der Berliner Liegenschaftspolitik. Das fing schon 2010 in etwa an, mündete dann im Jahr 2014 in einem Konzept zur transparenten Liegenschaftspolitik. Es sollte eben nicht mehr nur noch verkauft werden nach dem Höchstpreis, sondern man hat innovative Möglichkeiten gesucht, um sinnvoll und nachhaltig mit dem doch relativ raren Grundeigentum des Landes Berlin umzugehen. Bereits in der Koalitionsvereinbarung 2016, aber auch in der jetzt jüngst abgeschlossenen Koalitionsvereinbarung des Berliner Senats 2021 bis 2026, sind Konzeptverfahren dort festgeschrieben und spielen eine wesentliche Rolle bei der Vermarktung der Berliner Liegenschaften. Konzeptverfahren, ja, was ist das eigentlich? Es ist grundsätzlich ein Instrument der öffentlichen Hand zur Vergabe von Grundstücken an private Institutionen oder Personen und grundsätzlich im Wege von Erbbaurechten oder auch Verkäufen. Aktuell werden Grundstücke im Land Berlin ausschließlich mittels Erbbaurecht vergeben. Und durch diese Verfahrensvergabe kann das Land Berlin Wirtschafts-, Kultur-, Sozial-, Bildungs- oder stadtentwicklungspolitische Ziele durchsetzen. Die Vermarktung erfolgt nach einem vorgelegten Konzept, was Sie dann später uns vorlegen werden. Und dabei hat der angebotene Erbbauzins eine untergeordnete Bewertung. Also interessant ist für uns vorrangig Ihr Konzept. Zum rechtlichen Rahmen möchte ich auch ein paar Worte verlieren. Grundsätzlich, wenn wir nichts weiter in Verträgen festschreiben würden, wäre die Vergabe landeseigener Grundstücke nicht an das Vergaberecht gekoppelt. Aber wenn die Erbbaurechtsvergabe mit der Verpflichtung zur Errichtung eines konkreten Gebäudes verbunden ist, dann liegt ein öffentlicher Bauauftrag vor. Wir lagern praktisch die öffentliche Bauverpflichtung auf Ihre Schultern. So haben Sie aber auch die Möglichkeit, an der Entwicklung dieses Stadtquartiers zu partizipieren. Und aus diesem Grund sind zwingend Ausschreibungsverfahren zu absolvieren, die dann vorausgehen. Kommunale Grundstücksveräußerungen und Überlassungen sind dann ein öffentlicher Bauauftrag im Sinne von § 103 GWB beziehungsweise auch einer Baukonzession im Sinne von § 105 Absatz 1 Nummer 1 GWB und dann eben auch ausschreibungspflichtig, wenn Sie einmal die öffentliche Hand selbst ein unmittelbares wirtschaftliches Interesse an der Bauleistung verfolgt, das ist hier der Fall, der oder die Erbbauberechtigte zur Erstellung des Bauwerks vertraglich verpflichtet wird, auch das ist hier der Fall, und die öffentliche Hand maßgeblichen Einfluss auf die Konzeption des Bauwerkes ausübt. Durch die Grundstücksvergabe unter diesen wettbewerbsrechtlichen Grundsätzen haben Sie allerdings auch den Vorteil, dass es ein sehr fairer Wettbewerb ist. Und dieser faire Wettbewerb, der unterliegt mehreren Grundsätzen. Einmal dem Transparenzgrundsatz. Die Ausschreibungen hier im Konzeptverfahren erfolgen über die Vergabeplattform des Landes Berlin. Und jeder hat damit die Möglichkeit, sich an diesen Verfahren zu beteiligen, die Verfahren einzusehen und auch sämtliche Fragen, die im Laufe des Angebotsverfahrens gestellt werden, sind über diese Vergabeplattformen zu stellen, so dass eben auch die Antworten, die natürlich dann auch dort veröffentlicht werden, allen zugänglich gemacht werden. Dann gibt es den Wettbewerbsgrundsatz.
Ausschreibungen werden für alle qualifizierten Interessenten geöffnet. Keine wettbewerbseinschränkenden Maßnahmen sind zugelassen. Denn hier gilt eben der faire, lautere und freie Wettbewerb. Der Gleichheitsgrundsatz. Alle Interessenten sind gleich zu behandeln. Und das ist auch der Grund, warum wir heute eine sehr allgemein gehaltene Informationsveranstaltung machen. Weil es dürfen keine Interessensvorsprünge entstehen. Und es sind immer die gleichen Maßstäbe anzulegen. Dadurch wird aber auch gewährleistet, dass willkürfreie Entscheidungen auf einer sachlichen Grundlage getroffen werden. Und last but not least, der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz. Dieser Grundsatz besagt, dass der öffentliche Auftraggeber, das Land Berlin, den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen hat. Entscheidend ist aber hier eben nicht die Höhe des angebotenen Erbozinses, sondern das insgesamt wirtschaftlichste Konzept, das wirtschaftlichste Angebot aus Bebauungs-, Nutzungs- und Nachhaltigkeitskonzept. Die Ausschreibungskriterien, da wird Frau Sack sicherlich noch näher drauf eingehen. Im Allgemeinen ist es das Gestaltungskonzept. Wir haben Anforderungen an Städtebau, Architektur, Freiraum, hier auch an die Materialität. Anforderungen an die Nutzung, sehr wichtig, ihr Nutzungskonzept. Wir haben ökologische Anforderungen, Anforderungen an die Nachhaltigkeit. Das hat ja eben Herr Nowotny auch schon relativ ausführlich ausgeführt. Und der Erbbauzins, der allerdings, wie gesagt, eine sehr untergeordnete Rolle spielt, nämlich nur mit 10% geht er in die Wertung ein. Wir führen bereits seit 2016 im Land Berlin Konzeptverfahren durch. Insgesamt haben wir 22 Konzeptverfahren bislang ausgeschrieben, haben in dieser Zeit 3 Kaufverträge und insgesamt 7, seit der letzten Woche sind es sogar 8, Erbbaurechtsverträge beurkundet. Einige Verfahren mussten auch mal aufgehoben werden oder auch zurückgestellt werden. Wir werden 2 Verfahren voraussichtlich jetzt zu einem zweiten Mal ausschreiben. Und aktuell befinden sich 4, seit der letzten Woche sind es jetzt nur noch 3 Objekte in der Anhandgabephase. Das ist die Phase, die nach der Bezuschlagung bis zum Abschluss des Erbbaurechtes dann erfolgt. Aber da wird Frau Sack, glaube ich, noch mal näher eingehen, wenn das Verfahren hier vorgestellt wird. Zu den bereits beurkundeten Verfahren nach der Durchführung von Konzeptverfahren möchte ich Ihnen einige Beispiele noch kurz vorstellen. Eins der bekanntesten Beispiele ist sicherlich die Schöneberger Linse, auch ein kleines, nicht längst nicht so groß wie natürlich jetzt das Schumacher-Quartier, aber immerhin auch ein größeres Quartier nahe des Bahnhofs Südkreuz in Tempelhof-Schöneberg, die sogenannte Schöneberger Linse. Dort hatten wir mehrere Baufelder seinerzeit vermarktet im Konzeptverfahren. Die Verfahren sind dort bereits 2016 gestartet und damals gab es noch andere Grundsätze in der Liegenschaftspolitik des Landes Berlin. Hier wurden auch Kaufverträge damals beurkundet. Dann gibt es einige Baulücken, klassische Baulücken, die nach § 34 Baugesetzbuch bebaubar sind, wie in der Böllsche Straße, Heckelstraße in Treptow-Köpenick, in der Brandenburgischen Straße in Steglitz-Zehlendorf und in der Türschmidtstraße in Lichtenberg. Dieses Objekt ist kürzlich gerade fertiggestellt worden. Kann man sich halt auch mal vor Ort live ansehen. Auch in der Schöneberger Linse im Übrigen ist man schon relativ weit. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Objektarten. Ein Ort, an dem wir, glaube ich, bei dem heutigen Wetter jetzt gerade alle ganz gern wären. Wir haben auch das Strandbad Tegel im Wege von Konzeptverfahren vermarktet. Ich erwähnte schon eingangs, wir vergeben die Grundstücke ausschließlich im Erbbaurecht. Das Erbbaurecht
widerfährt gerade eine Renaissance in Deutschland, in der gesamten Bundesrepublik. Berlin ist dort sicherlich einer der Vorreiter. Wir denken und sehen auch, dass es allerdings diverse Vorteile bei der Erbbaurechtsvergabe gibt. Zum einen unterstützt das Erbbaurecht einer nachhaltigen und sozial gerechteren Stadtentwicklung. Für das Land Berlin hat es natürlich auch einen Vorteil, denn das Land Berlin kann konkret Einfluss auf die Grundstücksnutzung durch die allerdings auch sanktionierte Nutzungsbindung für die gesamte Dauer des Erbbaurechtes bilden. Für Sie ist es allerdings ein enormer Vorteil. Sie müssen nämlich keine Mittel aufwenden, um in der Gesamtsumme einen Kaufpreis zu finanzieren, also keine Investitionsmittel für den Grundstückserwerb. Und bei den Konzeptverfahren gilt eben, das beste Konzept gewinnt und nicht der höchste Preis. Unserer Rolle, der BIM. Die BIM fungiert hier als Vertreterin des Landes Berlin, wie wir ja alle, also auch die Tegel-Projekt, Vertreterin des Landes Berlin hier ist, als ausschreibende Stelle und führt konkret die Konzeptverfahren durch. Wir, die BIM, ist Ansprechpartnerin für alle verfahrensrechtlichen Fragen. Das ist meine Person gemeinsam mit einigen Kollegen und Kolleginnen aus verschiedenen Bereichen der BIM. Wir betreuen sie in der Anhandgabephase. Wir verhandeln und beurkunden den Erbbaurechtsvertrag dann mit ihnen. Und letztendlich führen wir auch das Vertragsmanagement, das Controlling der Erbbaurechtsverträge durch. Wichtig ist aber, alle Verfahrensschritte werden eng zwischen der Tegel Projekt GmbH und uns abgestimmt. Also hier arbeiten wir ganz eng zusammen. Das ist eine eingeschworene Gemeinschaft, eine Kooperation. Wenn Sie noch weitere Informationen zu Konzeptverfahren sich vielleicht auch zu Hause mal gemütlich auf der Couch ansehen möchten, so schauen Sie einfach mal auf unsere Homepage. Unsere Broschüre Konzeptverfahren kurz und knapp haben wir auf unserer Homepage veröffentlicht. Dort gibt es auch noch einen Unterpunkt extra nochmal zu Erbbaurechten. Und ja, ich lade Sie ein, dass Sie sich das gern auch einmal in Ruhe angucken. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich sehr. Ich lade Sie ein. Wir sind neugierig auf Ihre Konzepte. Wir freuen uns, dass es bald losgeht. Und ich gebe gern zurück ins Studio an Constanze Krämer. Vielen herzlichen Dank, Frau Höhr. Auch das war viel Input an dieser Stelle. Aber Sie haben es gerade schon gesehen. Einerseits kann man natürlich bei der BIM direkt auf der Webseite nochmal nachlesen, wie denn diese Verfahren funktionieren und was bisher schon passiert ist. Und diese Veranstaltung hier wird ja auch aufgezeichnet. Das heißt, auch hier wird es eine Dokumentation geben. Und man kann sich das auch nochmal ganz in Ruhe anschauen, weil es ist sehr, sehr viel an Informationen, die hier heute kommt. Als nächstes kommen wir noch einmal zum Stand der Planung und wie es mit den Bebauungsplänen beschaffen ist, aber eben auch, wann geht es denn eigentlich jetzt los mit den Konzeptverfahren? Und da ist es noch einmal Gudrun Sack als Geschäftsführerin der Tegel-Projekt, die uns hier informiert. Ja, vielen Dank, Constanze Krämer. Ja, ich gehe noch mal auf das Spezifische der Konzeptverfahren im Schumacher-Quartier ein. Hier beginne ich erstmal mit den B-Plänen. Genau, Sie sehen hier den Übersichtsplan. Das Schumacher-Quartier ist so geartet, dass wir jetzt nicht in einem Stück alles durchplanen, sondern wir haben in jedem Teil die ersten B-Pläne an dem Start und dann in der nächsten Planung justieren wir nach und machen dann sukzessive B-Plan hinter B-Plan. Der erste B-Plan ist der 1262a, das ist die Südwestecke des Schumacher-Quartiers. Der ist noch nicht festgesetzt, der B-Plan, sondern das Verfahren befindet sich derzeit im Status der Öffentlichkeitsbeteiligung. Wir gehen so davon aus, dass dieses Ende August voraussichtlich abgeschlossen ist. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie sich ein Bild machen wollen, das nächste bitte von diesem
B-Plan, dann können Sie auf die Offenlegungswebseite gehen, mein.berlin.de. Hier können Sie den B-Plan mit allen seinen Details einsehen. Auf dieser Folie sehen Sie den städtebaulichen Rahmenplan. Es ist aus einem internationalen Wettbewerb hervorgegangen, wurde schon gesagt, in einigen Teilen überarbeitet. Zum Beispiel wurde der Schulcampus zusammengezogen, um hier einen großen Campus zu haben im Norden, in der Mitte. Und das nächste bitte. Ja, und hier sehen Sie jetzt nochmal den B-Plan 1262a, wie er aussieht. Und zwar gehört zum ersten Bauabschnitt auch der Schulcampus, den Sie jetzt hier sehr schön im Norden sehen, der ist auch Bestandteil des ersten B-Plans. Das heißt, wenn es hier losgeht, dann ist auch der Schulcampus mit am Start, der von der HOVOG ausgeschrieben wird als Wettbewerb. Die städtebaulichen Rahmenbedingungen sind in einem B-Plan, das ist Ihnen sicher bekannt, sehr genau festgelegt. Der Rest, wurde vorhin schon gesagt, ist in unseren beiden Quartiersbüchern nochmal beschrieben. Das nächste bitte. Ja, und hier kommt die Folie mit unserer Akteursverteilung. Das ist uns auch besonders wichtig, weil wir wollten wirklich ein zukunftsweisendes, durchmischtes Quartier machen. Also ein gemischtes, neues, modernes Berliner Quartier. Und deswegen, das sehen Sie, die grünen Felder sind an die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften gegangen und dazwischen sind die gelben Plots, nämlich die Konzeptverfahren, eingestreut. Ja, diese Akteursverteilung liegt uns sehr am Herzen. Auf der nächsten Folie zeige ich Ihnen dann den ersten Bauabschnitt. Und wenn Sie das blau gepunktete sehen, das ist sozusagen der erste Bauabschnitt im ersten Bauabschnitt. Und da geht es konkret, womit gehen wir jetzt an den Start? Das sind Baufeld 11, das ist wirklich die Südwestecke des gesamten Schumacherquartiers und das Baufeld 26. Insgesamt sind dieses 5 Konzeptverfahren, also Baufeld 11 ist in 2 Teile geteilt. Und Baufeld 26 ist in 3 Teile geteilt. Wir gehen von einem Beginn aus, voraussichtlich September 2022, mit diesen beiden Verfahren. Das nächste bitte. Ja, hier haben wir nochmal die 2 Plots, die jetzt an den Start gehen, herausgehoben. Baufeld 11, das linke, hat 2 Plots mit circa 3600 Quadratmetern und 4100 Quadratmetern. Insgesamt ein Baufeld von 7700 Quadratmetern. Die BGF oberirdisch beträgt ca. 18.500 Quadratmeter, dass Sie da so eine Zahl im Kopf haben. Und das eine Feld hat 13.500 Quadratmeter. Augenblick, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das nördliche Feld hat allein 18.500 Quadratmeter und das südliche Feld hat 13.500 Quadratmeter BGF oberirdisch. Das heißt, insgesamt haben wir sogar eine Fläche von 32.000 Quadratmetern. Auf das Besondere an Baufeld 11 möchte ich nochmal hinweisen und das ist das studentische Wohnen. Sie sehen, der nördliche Teil ist so straffiert. Und hier möchten wir studentisches Wohnen haben. Wir haben das nicht genau festgelegt, wo man das anzuordnen haben. Da wollen wir eine gewisse Freiheit lassen. Das Besondere auch ist, dass es hier einen Hochpunkt gibt. Das haben Sie vorher vielleicht in den Übersichtsplänen bemerkt. Wir haben auch einige Hochpunkte im Schumacherquartier. Die sind unter 60 Meter. Und so einen Hochpunkt haben wir an der Nordwestecke des Baufeldes 11. Und hier, wie gesagt, das Thema studentisches Wohnen. Baufeld 26 hingegen ist in 3 Plots eingeteilt. Da gibt es einen Westplot, der hat eine Grundstücksgröße von ca. 1800 Quadratmetern. Und die beiden kleineren haben Grundstücksgrößen von ca. 950 Quadratmetern. Die BGF oberirdisch bei dem westlichen Teil sind 7800 Quadratmeter. Bei den 2 kleineren sind ca. 3500 Quadratmeter BGF oberirdisch.
Ja, bei den kleineren Grundstücken, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, die am Platz liegen, da steht, geht es natürlich um die Erdgeschossnutzung. Es wurde schon gesagt, diese Flexi-Geschosszonen, aber da ist uns natürlich wichtig, was haben Sie für Ideen, was hier im Erdgeschoss stattfinden soll. Und hier bei dem Block 26 verzichten wir auch auf Wohnungen im ersten Förderweg, die von Ihnen schon Konzeptverfahren gemacht haben. Die haben gesehen, dass es bei so kleinen Einheiten ein wahnsinniger Aufwand ist. Das haben wir hier wirklich rausgenommen, um zu sagen, wir wollen uns da konzentrieren auf die Erdgeschosse. Im Block 11 hingegen wird das, was jetzt als Berliner Modell diskutiert wird, da gibt es ja noch keine finalen Ergebnisse, aber das wird dann im Block 11 voraussichtlich auch zum Tragen kommen. Das nächste bitte. Ja, und wie sehen unser Konzeptverfahren nun im Detail aus? Wir haben uns viele Gedanken gemacht in den letzten Jahren, wie kann so ein optimales Konzeptverfahren gestaltet werden. Sie wissen auch, es gibt den runden Tisch Liegenschaften. Auch da gab es viele Anregungen. Und wir haben versucht, hier einiges aufzunehmen. Es wurde schon gesagt, es ist uns sehr wichtig, dass es ein vergabekonformes VGV-Verfahren ist. Und dazu gehört, dass wir einen vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb haben. Und wir haben uns ausgedacht, dass alle, die diese Unterlagen vollständig abgeben, dann auch ein Erstangebot abgeben können. Und wir wollten dieses dieses Erstangebot, das wollten wir bewusst sehr niederschwellig halten. Das heißt, was fragen wir ab? Wir fragen ein Nutzungskonzept ab. Das kann einfach eine Skizze sein. Oben ist etwas, in der Mitte ist etwas und unten ist etwas anderes. Und ansonsten gerne schriftlich ausformulieren, wie sieht ihr Nutzungskonzept aus. Und wichtig ist, dass dieses Nutzungskonzept dann im weiteren Verfahren eingefroren ist. Das heißt, das, was Sie uns dann da erzählt haben, das müssen Sie dann bitte auch so machen. Das kann man dann nicht mehr ändern. Und wir laden auch hier alle Teilnehmer ein, die vollständig abgegeben haben. Und es ist wichtig, dass wir mit Ihnen ins Gespräch kommen, dass wir verhandeln, dass wir uns austauschen, was kann man hier noch optimieren im Verfahren. Und von diesen Bietern oder diesen Teilnehmern vom ersten Angebot werden wir dann 10 Bieter aussuchen und die gehen dann ins zweite Verfahren. Und erst jetzt wollen wir von Ihnen genaue Gebäudekonzepte, also Architektur, zusammen mit Nachhaltigkeitskonzepten, was uns auch sehr, sehr wichtig ist, im Schuhmacherquartier und natürlich auch den einhergehenden Finanzierungskonzepten, denn auch das Geld ist manchmal etwas Entscheidendes. Aber nicht das Geld auf das Gebot, wie Frau Höhers gesagt hat, vom Erbpachtzins. Auch das wird nämlich abgefragt, also den monatlichen Erbpachtzins, dass Sie uns da eine Zahl nennen. Aber wir wollen natürlich auch wissen, was machen Sie sich für Gedanken, wie Sie dieses Gebäude finanzieren wollen. Hier werden wir eine geringe Aufwandsentschädigung zahlen, vergleichbar wie bei anderen VGV-Verfahren. Da wird man nicht reich, aber es kann vielleicht den Aufwand an gewisse Weise decken. Ja, und in diesem zweiten Angebot wird es dann eine Jury geben, die dann einen Erstplatzierten auswählt. Und mit diesem Erstplatzierten werden wir dann zunächst die weiteren Schritte, und das wird dann vor allem auch noch durch die BIM machen, der Anhandgabephase besprechen und die Personalisierung des Erbbaurechtsvertrags. Das kennen Sie aus anderen Konzeptverfahren der BIM. Der Erbbaurechtsvertrag wird beilegen und der ist dann von den Statuten im Prinzip nicht zu verhandeln, aber er wird natürlich entsprechend auf Ihr Angebot personalisiert. Ja, und dann die nächste Folie bitte. Da sehen Sie die einzelnen Verfahrensbücher. Sie haben es gesehen, wir haben viel Planung und viele Ideen entwickelt in den letzten 10 Jahren. Wir haben hier einiges vor und das braucht natürlich auch ein bisschen Papier, um das aufzuschreiben, was hier die Essenz dieses Schuhmacherquartiers ist. Das wird dann in diesen 2, 3 Handbüchern mitgegeben im Verfahren. Und damit bin ich auch schon am Ende und gebe zurück ans Studio an Konstanze Kreuner.
Dank auch an Gudrun Sack und den Einblick in die ersten Konzeptverfahren. Es wird also richtig konkret und relativ schnell, weil im September starten dann schon die ersten Verfahren. All das, was wir bis jetzt gehört haben, das ist wirklich viel an Stoff und natürlich eine Menge an Dingen, die es zu beachten gilt. Und unter anderem auch dafür kann es die Koordinierungsstelle Konzeptverfahren geben, die beratend tätig wird. Und es sind sicherlich einige Profis dabei, die heute auch hier zuhören. Aber es gibt natürlich auch eine Menge Laien oder Interessierte einfach aus der Nachbarschaft. Und um denen auch zu ermöglichen, ebenfalls an diesen Konzeptverfahren teilzunehmen, gibt es unter anderem eben auch die Beratung der Koordinierungsstelle. Und was die sonst noch so macht und in petto hat, das stellt meine Kollegin Nele Trautwein vor. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich bin Nele Trautwein von der Koordinierungsstelle Konzeptverfahren. Denn aufgrund der verschiedenen Thematiken rund um die Konzeptverfahren des Landes Berlins und auch des langjährigen zivilgesellschaftlichen Engagements, unter anderem vom runden Tisch Liegenschaftspolitik und der AG Konzeptverfahren, wurde eine Koordinierungsstelle vorbereitet und jetzt letztlich auch ausgeschrieben. Und diese wird seit Februar diesen Jahres durch die Stadtentwicklungsgesellschaft Stadtbau betrieben. Und das Ganze im Auftrag der Wohnungsbauleitstelle, die bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen angesiedelt ist. Nächste Seite gerne. Ja, Stadtbau ist ein Unternehmen, welches seit 40 Jahren im Land Berlin aktiv ist und immer wieder an der Schnittstelle zwischen der Verwaltung, der Zivilgesellschaft, der Wohnungswirtschaft oder auch der Sozialwirtschaft und auch einzelnen engagierten Personen tätig wird. Wir sind in diesen vier verschiedenen Geschäftsfeldern tätig, die Sie da unten auf der Folie eingeblendet sehen. Aber wer mehr zu unserem Unternehmen wissen will, kann sich auch gerne unter www.stadtbau.de informieren. Wir haben langjährige Erfahrung als Beratungsstelle des Landes Berlins zu gemeinwohlorientierten Themen. Ja, und deshalb haben wir auch sehr gerne die Aufgabe übernommen, die Koordinierungsstelle aufzubauen und mit Leben zu befüllen. Nächste Seite gern. Ja, die wesentlichen Aufgaben der Koordinierungsstelle. Das ist zum einen ganz wichtig, die Funktion als Schnittstelle zwischen den Bietenden, also Ihnen, und der ausschreibenden Stelle. Das bedeutet, dass die Koordinierungsstelle die erste Anlaufstelle ist für alle, die an den Konzeptverfahren des Landes Berlins interessiert sind. Also alle privaten und öffentlichen Personen sowie Institutionen. Dabei sind wir eine unabhängige und neutrale Einrichtung und unser Beratungsangebot ist kostenlos. Nächste Folie bitte. Ja, unsere Arbeit basiert auf diesen drei Säulen, die Sie hier sehen. Das ist einmal die Beratung, der Wissenstransfer und die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Die Beratung als Angebot des Landes Berlins beraten wir alle Interessierten für die Teilnahme an den Konzeptverfahren. Denn wie Frau Krämer gerade schon gesagt hat, da gibt es zwar die einen, die absolut im Fach stehen, aber andere sind mit den Verfahren vielleicht nicht so ganz vertraut. Und da gehen wir gerne mit Ihnen in die Erstberatung. Und für alle Gruppen, die ausgewählt wurden am Ende, die begleiten wir dann in der Anhandgabephase, von der ja auch schon gesprochen wurde. Zum Wissenstransfer gehören für uns unter anderem die Evaluation der Verfahren, um diese an die Bedarfe und rechtlichen Rahmenbedingungen immer wieder anzupassen. Um die Arbeit auch bundesweit up-to-date zu halten, sind wir außerdem Teil des Netzwerkes der Städte und Kommunen, die sich bundesweit zu Konzeptverfahren austauschen. Uns geht es darum, transparente Kommunikation herzustellen und die Darstellung der Inhalte verständlich und niederschwellig weiter aufzubereiten und für Sie zur Verfügung zu stellen. Die Anforderungen und Verfahrensabläufe sollen eben auch transparent gestaltet werden. Nächste Seite bitte.
Ja, und das sind wir. Unser Team ist interdisziplinär aufgestellt. Das geht einmal von der Architektur und Stadt- und Regionalplanung hin zu unserer juristischen Unterstützung im Team. Wir haben Sprechzeiten eingerichtet, die Sie hier eingeblendet sehen, dienstags und donnerstags. Allerdings sind wir auch sonst gerne für Sie telefonisch zu erreichen. Und das Beste wäre, wenn Sie uns dann eben weit im Vorhinein schon mal Ihre Anliegen schildern, sodass wir Sie dann bedarfsgerecht beraten können. Die Daten sehen Sie hier zur Kommunikation mit uns, aber werden auch noch mal in der Dokumentation der Veranstaltung für Sie zur Verfügung gestellt werden. Nun ist die Koordinierungsstelle eine relativ junge Koordinierungsstelle seit Februar diesen Jahres und ist entsprechend noch im Aufbau befindlich. Aber wir werden Ihnen dann in den nächsten Monaten die Materialien und auch die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung stellen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Sie und auf Ihre Anliegen. Wir sind gespannt. Wenn Sie Fragen zur heutigen Veranstaltung haben, gerne unten in den Chat posten. Und ansonsten kontaktieren Sie uns gerne unter konzeptverfahren@stadtbau.de. Ja, damit gebe ich zurück ins Studio zu Frau Constanze Krämer. Ja, vielen herzlichen Dank auch an die Koordinierungsstelle. Und so wie angekündigt, kommen wir dann jetzt eigentlich auch zu dem Part, Ihre Fragen hören zu können. Wir haben hier verschiedene Beobachter gehabt, die die Fragen angeschaut haben und ein wenig zusammengefasst haben. Und es ist gleich eine erste Frage aufgetaucht, die würde ich jetzt jeweils immer den Experten zuordnen, weil ganz oft war es jetzt einfach so, dass bestimmte Fragen natürlich durch verschiedene Personen gut beantwortet werden können. Die erste Frage an Nele Trautwein von der Koordinierungsstelle. Wann kommt es zur Gründung der Genossenschaften oder welche vorhandenen Genossenschaften nehmen an dem Projekt teil? Das wie und wo finden sich Baugemeinschaften? Ein bisschen komplizierte Frage, glaube ich. Ich weiß auch nicht so ganz genau, ob die richtig ist an die Koordinierungsstelle. Ich glaube, vielleicht gebe ich als allererstes nochmal an Gudrun Sack an dieser Stelle zu dem Thema, wer sind denn eigentlich die gemeinwohlorientierten Träger? Und vielleicht kann man dann nochmal zu dem Thema Baugemeinschaften, Genossenschaften etwas Allgemeines sagen. Und dann können wir als Koordinierungsstelle vielleicht nochmal ergänzen an dieser Stelle. Ich gebe erstmal an Frau Sack. Ja, Sie haben es ja schon gesagt, also es geht um Baugenossenschaften oder Baugruppen. Baugenossenschaften, das sind ja entweder die alten Baugenossen oder die jungen Baugenossen, aber die gibt es ja schon, die sind ja schon formiert. Und dann verstehe ich die Frage so, wie finden sich Baugruppen zusammen? Und da wäre die Frage dann doch an Stadtbau, gäbe es bei Ihnen eine Plattform, wo man sich finden kann? Ja, also ich gebe mal an Frau Trautwein und ergänze gegebenenfalls auch aus der Koordinierungsstelle. Ja, gerne. Also ich hatte ja vorhin schon davon gesprochen, dass Stadtbau mehrere Beratungsstellen unterhält. Da gibt es unter anderem die Netzwerkagentur Generationenwohnen. Das ist die Beratungsstelle für gemeinschaftliches und generationenübergreifendes Wohnen in Berlin. Das ist eben die Beratungsstelle, an die Sie sich wenden können, wenn Sie Fragen zum Aufbau und zu den Gruppenprozessen bei Baugruppen, Genossenschaften etc. haben. Da gibt es verschiedene Formate, die wir führen. Das eine sind Wohntische. Wohntische, das sind unsere Treffpunkte in ganz Berlin verteilt, wo sich Einzelpersonen zusammenfinden können, um darüber zu sprechen, wie sie gemeinschaftlich wohnen möchten, um eben, wenn alles gut läuft, ein gemeinschaftliches Wohnprojekt zu planen. Das ist das eine, die Wohntische. Können Sie bei uns auf der Internetseite der Netzwerkagentur Generationenwohnen nachlesen. Das andere ist die Plattform Cohousing. Kennen Sie vielleicht Cohousing, Cohousing? Dort werden auch immer wieder Angebote geschaltet von auch ArchitektInnen etc., die Baugruppen starten möchten und immer noch MitstreiterInnen suchen. Also das sind jetzt so die beiden Adressen, die ich Ihnen ans Herz legen würde.
Genau, und ich ergänze vielleicht auch noch mal aus der Sicht der Koordinierungsstelle, eben weil die noch relativ jung ist und wir auch noch gar kein Verfahren bisher begleitet haben, glaube ich, müssen wir das eine oder andere, so wie es auch an anderen Stellen ist, noch prozesshaft begleiten. Aber Nele hat es gerade schon sehr richtig gesagt, es gibt einfach verschiedene Plattformen. Es gibt inzwischen auch schon Gründungsinitiativen. Das wissen wir, dass Tegel wirklich interessant ist und tolles Quartier wird, wo es ganz sicher auch interessante Akteursgruppen gibt, die sich darauf bewerben wollen. Insofern, genau, nehme ich mal die nächsten Fragen auf und glaube, dass zu dem Thema bestimmt in den nächsten Monaten noch viel passieren wird. An Frau Höhr ist die nächste Frage gerichtet, und zwar, wie die Ausschreibungskriterien gewichtet werden, ob es da bereits einen Schlüssel gibt dazu. Aktuell stimmen wir diesen Schlüssel gerade noch ab mit den Kolleginnen und Kollegen der Stadtbau. Wie ich schon erwähnte, was wir nur wissen, dass der Airport-Zins eben sehr gering gewichtet wird. Aber zu dem Schlüssel werden wir weitergehende Informationen dann erst später auch auf der Vergabeplattform veröffentlichen. Und ja, das wäre meine Antwort dazu. Mhm. Genau. Okay, kommt also auf jeden Fall auf der Plattform und wird auch dann beantwortet werden. Die nächste Frage geht auch nochmal an Frau Höhr, und zwar, wie die durchschnittliche Dauer des Erbbaurechtes beschaffen ist. Vielleicht können Sie da mal sagen, also wie lang läuft das Erbbaurecht? So müssten wir die Frage vermutlich richtig formulieren. Genau. Also es ist ja keine durchschnittliche Dauer. Die Erbbaurechtsverträge werden für eine Dauer von 99 Jahren abgeschlossen. 99 Jahre, genau. Das ist durchaus eine richtig lange Zeit. Also man bindet sich sehr lang an diese Grundstücke. Die nächste Frage geht an Herrn Nowotny. Und zwar zum Thema Grundstücke und der Frage, warum werden im September lediglich 2 Grundstücke ausgeschrieben? Also wir haben es gehört, es sind ja nicht nur 2 Grundstücke, sondern 2 Plots, so haben Sie das, glaube ich, auch benannt bei sich. Warum sind es erstmal nur diese 2? Was passiert mit den anderen? Was ist geplant an Zeitschiene? Und genau, wann geht es dann gegebenenfalls weiter mit weiteren Grundstücken? Ja, also Sie haben es, Frau Krämer, schon gesagt. Also tatsächlich sind es erstmal 2 Baufelder. Aber Gut und Sack hat es erläutert, tatsächlich sind es insgesamt 5 Konzeptverfahren, die wir in 2 Abschnitten noch in der zweiten Hälfte dieses Jahres starten wollen. Ich denke, das ist schon eine relativ große Herausforderung. Es besteht ja auch die Möglichkeit, sich für unterschiedliche Baulose, so nennen wir das dann, zu bewerben. Ich glaube, das ist schon ein sehr großes Paket, was erstmal rausgeht. Und was auch die erste Vergabeeinheit darstellt, das wurde in den Bildern ja auch dargestellt, gemeinsam mit den 3 Wohngebäuden der Wohnungsbaugesellschaften. Ziel ist es natürlich, dass wir dann sukzessive im nächsten Jahr in einem bestimmten Rhythmus dann entsprechend die nächsten Baufelder ausschreiben wollen mit den Baulosen. Es wurde ganz kurz eingeblendet, Sie haben es vielleicht gesehen, dass der erste Bauabschnitt aus insgesamt 3 Vergabepaketen besteht. Und das ist natürlich das Ziel, dass wir dann in 2023 mit den nächsten Verfahren starten. Was wir natürlich machen wollen, ist, wir wollen lernen. Ne? Wir wollen lernen. Wir starten jetzt das erste Vergabepaket und wollen gucken, wie es läuft, welche Hinweise, welche Anregungen es aus den Verhandlungsverfahren gibt, so dass wir dann für die nächsten Vergabeeinheiten gegebenenfalls, wenn Bedarf besteht, auch noch nachjustieren können. Die Gesamtzeitdauer ist, die wurde auch bereits kurz erwähnt, dass sich natürlich die Realisierungszeit der gesamten Verfahren mit dem 2. und 3. Bauabschnitt sicherlich bis zur Fertigstellung der Gebäude, nicht die Verfahren, bis in die 30er Jahre hinein strecken wird. Soweit erstmal. Genau, also auch ein langer Zeitraum, in den schon vorgedacht worden ist, aber eben erste Verfahren in diesem Jahr und die nächsten Verfahren dann bereits im nächsten Jahr. Und das ist vielleicht auch nochmal ein sehr guter Hinweis, dass es so eine Art lernendes Verfahren ist und man jetzt vielleicht einfach auch erstmal ausprobiert, wie groß die Lose sind. Dahin zielt nämlich gleich die nächste Frage, die geht jetzt an Frau Sack. Ob schon absehbar ist, in welcher Spanne sich die Lose und in welcher Größe sie sich bewegen werden. Also jetzt haben wir ja gerade die ersten gesehen, aber gibt es schon Hinweise darauf, sozusagen, was dann da noch
kommt? Werden die kleiner, größer, zusammengefasst oder gibt es dazu eine ganz andere Strategie? Also Sie haben ja den Gesamtplan gesehen. Es ist eine ähnliche Strategie und Herr Nowotny hat es gesagt, wir wollen lernen, wir werden immer auswerten und die Größe dieser Plots, die wird so ähnlich sein wie das, was Sie jetzt gesehen haben, also zwischen 3.000, 4.000 BGF, aber wir hatten jetzt auch kleinere bis 20.000 Quadratmeter BGF oberirdisch. Es bleibt in der Größenordnung, die wir jetzt vorgestellt haben. Gut, also man kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass man sich darauf ein Stück weit einstellen kann und eben das sich auch noch mal in Ruhe anschauen kann, wie groß das dann wirklich ist. Die BGF-Zahlen sind genannt für den einen oder anderen Laien. Der muss vielleicht noch mal nachschlagen, was das bedeutet, die Bruttogeschossflächen und was das am Ende dann heißt, wie groß diese Gebäude sind. Aber ich glaube, da gibt es ganz viel Material, sowohl in den Quartiershandbüchern, aber natürlich dann hier auch noch mal zum Nachschauen. Diese Information, wie gesagt, wird ja ebenfalls online gestellt. Die nächste Frage geht nochmal an Herrn Nowotny. Wie können grundstücksübergreifende Synergien von Nutzungen im Verfahren berücksichtigt werden? Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, weil ich glaube schon, dass sich die Tegel-Projekt da auch auseinandergesetzt hat mit Synergien, die gegebenenfalls studentisches Wohnen, normales Wohnen, das haben wir ja gerade auch schon gesehen, was da kombiniert wird, welche Synergien da entstehen können. Ja, also kann ich vielleicht was zu sagen, ist es so, dass wir natürlich im Rahmen der Planung uns darüber Gedanken gemacht haben, wie die Konfiguration der Objekte aussieht, wie die Architektur aussieht, wie die Nutzungen aussehen. Ich hatte es kurz erläutert, wo wir die im Erdgeschossbereich entsprechende Nutzungen unterbringen können. Auch das Regenwasserkonzept, was ich kurz angerissen habe, erfordert ein gemeinsames Planen und Denken des Innenhofs. Das heißt, es wird hier eine Kooperation auch in dem Baufeld 11, in dem Baufeld 26 zwischen den Grundstückseigentümern geben müssen bei der Planung, bei der Anordnung von Nutzungen im Baublock. Generell haben wir die ganze Konzeptplanung für das Quartier runtergebrochen von der Grundkonfiguration in die einzelnen Baufelder und einzelnen Baulose, was die Nutzung, Architektur und auch die Nachhaltigkeit angeht. Ansonsten ist es so en Detail, das wurde bereits angedeutet, sind wir natürlich gespannt, wie die Bieterinnen und Bieter dann entsprechend in ihren Nutzungskonzepten Ideen entwickeln zu entsprechenden Wohnformen und zu auch den Erdgeschossnutzungen. Ich hoffe, das beantwortet jetzt erstmal die Frage. Ja, also ich glaube, die Frage zielte schon auf dieses Thema der Synergien. Vielleicht ist noch so eine zweite Frage, die sich aus diesem Kontext ergibt. Eben, Sie haben es gesagt, für manche Themen wird man sich zusammenschließen müssen und eben man wird sich austauschen müssen. Gibt es da schon eine Idee, wie das funktionieren soll? Ja, es ist so, dass also jetzt nicht im Rahmen der Verfahren, da ist es natürlich so, da sind wir natürlich an die verfahrensrechtlichen Vorschriften gebunden. Generell ist es so vorgesehen, dass wir im weiteren Verfahren eine Quartiersgesellschaft einrichten wollen, also bei der weiteren Entwicklung des Schumacher-Quartiers. Auch das wird Thema sein in den Unterlagen, in den Quartiershandbüchern, die dann im September zur Verfügung gestellt werden. Da werden wir einen Ausblick darüber geben. Wir glauben, dass man das ganze Quartier zukünftig begleiten sollte, managen sollte, für im Sinne der Anwohnerinnen und Anwohner. Es ist ja für alle ein neues Quartier, was dort entstehen wird. Wir werden auch über die Quartiersgesellschaft partizipative Prozesse einrichten im Bereich auch der Grünanlagen. Das hatte ich vorhin nicht erwähnt. Werden bewusst einzelne Teile der Grünplanung zurückgestellt, um sie später mit den zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern gemeinsam zu entwickeln im Sinne einer Aneignung der Flächen für die Anwohnerinnen und Anwohner. Das heißt, im Wesentlichen wird es dann im weiteren Prozess, wenn die Zuschlagerteilung erfolgt ist, entsprechende Austauschplattformen geben. Im Rahmen des Verfahrens gibt es natürlich entsprechend vergaberechtliche Grenzen, die vielleicht Frau Höhr dann auch erläutern kann. Ja, das nehmen wir vielleicht noch mal auf und geben die nächste Frage dann auch gerne an Frau Höhr. Herr Nowotny, wir bleiben vielleicht doch noch mal ganz kurz mit Spot on, weil die nächste Frage geht um das Thema Barrierefreiheit.
Und also Barrierefreiheit im Quartier. Ich gehe mal davon aus, auch dazu gibt es natürlich Vorplanungen. Eine der Fragen war gerade auch nochmal zu den Mobility Hubs. Sind die barrierefrei? Wie funktioniert das eigentlich mit der Mobilität zwischen den Hubs und der eigentlichen Wohnung dann? Ja, also das Thema Barrierefreiheit ist natürlich für uns Prämisse im gesamten Quartier. Das ist völlig klar, wenn man ein solches neues Quartier plant. Es ist halt so, dass wie funktionieren die Quartiersgaragen oder Mobility Hubs im Kontext? Das muss man sich vielleicht so vorstellen. Ich habe gesagt, dass im Erdgeschoss werden Flächen angeboten für neue Mobilitätsformen. Das sind Leihfahrräder, das sind Lastenfahrräder, gegebenenfalls auch Objekte des autonomen Fahrens. Und darüber hinaus werden ergänzende Angebote gemacht. Wir haben natürlich heutzutage das Thema der Lieferservices, der Paketstationen. Und all das sind Elemente, die im Erdgeschoss dieses Mobility Hubs, dieser Quartiersgarage angeboten werden kann. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Es gibt Lieferthemen, Lieferdienste, die in das Quartier hineinfahren können. Natürlich alles, was zu Fuß ist, mit dem Fahrrad, in anderen Bezirken des Landes Berlin, gibt es ja schon umfangreiche Angebote. Da fährt kein Mensch mehr mit dem Auto. Da fahren alle mit dem Fahrrad, die Lieferservices. Das heißt, diese Lieferung ist gegeben. Es wird natürlich dann bei Umzügen und solchen Dingen Ausnahmeregelungen geben, bei Anträgen, über Anträge, die man dann stellen muss, um in das Quartier zu kommen. Das heißt, auch hier ist ein Zutritt möglich. Aber im Prinzip ist das die Grundidee, ein im Kern autofreies Quartier und die Mobilitätsangebote am direkten Rand. Ja, das sind keine weiteren Entfernungen als 200 Meter bis zu diesen Mobilitätsangeboten im Mobility Hub. Ja, ich glaube, das hilft schon mal sehr, wenn man so ein ganz klein wenig sich vorstellen kann, wie es dann am Ende funktioniert und wie weit man gegebenenfalls laufen muss oder eben andere Mobilitätsangebote nutzen kann. Ich glaube, dazu gab es einige Fragen im Chat. Die nächste Frage geht an Frau Sack und die bezieht sich nochmal auf die sozialen Einrichtungen. Und zwar, ob es besondere Flächen gibt für stationäre Pflege, ob da etwas vorgesehen ist. Wir haben es gesehen, soziale Infrastruktur, Schulcampus. Da gibt es ja bereits jetzt eben die große Fläche im nördlichen Bereich des Quartiers. Aber ist denn für das Thema soziale Einrichtungen auch gesondert etwas vorgesehen? Zunächst warten wir jetzt auf die Angebote, die aus dem Konzeptverfahren hervorgehen. Da denken wir schon, dass es auch viele soziale Angebote geben wird. Und ansonsten hat es Herr Nowotny gesagt, sind wir dabei, ein Quartiersmanagement aufzubauen. Unser Vorbild ist da ein Stück weit das Prinz-Eugen-Quartier in München, das da sehr vorbildlich agiert. Und wir sind auch mit den anderen großen Gebieten wie Aspern, Seestadt Aspern und so weiter in Kontakt, die uns ja vielleicht alle ein bisschen voll raus sind. Und da können wir aber viel lernen. Und wir fangen jetzt mal an, damit wir eben mal ins Doing kommen und dann justieren wir nach oder bauen eben dieses Quartiersmanagement auf. Ja, vielen Dank. Also auch zu diesem Thema wird es auf jeden Fall weitere Entwicklung geben. Die nächste Frage soll eigentlich an Frau Hör gehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, Frau Sack sie nicht auch beantworten kann. Ab wann bei der Bewerbung muss man denn einen Architekten oder einen Projektsteuerer engagieren? Vermutlich könnten beide das beantworten. Ich gebe die Frage mal erstmal an Frau Hör und gegebenenfalls kann Frau Sack ja gerne noch ergänzen. Eigentlich braucht man bereits im Teilnahmewettbewerb Nachweis, dass man einen kompetenten Partner, also wenn man jetzt kompletter Laie ist, sage ich mal, einen kompetenten Partner an seiner Seite hat, für die konkreten Angebote soll ja auch bereits in der ersten Verfahrensstufe, der Frau Sack hat es vorhin ausgeführt, eine grobe Skizze beigefügt werden, um das Nutzungskonzept zu unterlegen. Und eigentlich braucht man bereits dort dann den Architekten ganz gezielt natürlich dann für das Architektur- und Gestaltungskonzept in der zweiten Verfahrensstufe. Ich ergänze das vielleicht nochmal. Ja, also im Teilnahmewettbewerb wird das schon abgefragt im Sinne, dass man einen Namen nennen muss, ob das kann ein Projektsteuerer sein, ein Baugruppenerfahrener. Das Wesen vom Konzeptverfahren ist ja, dass ich
Nutzung und Planung in einem Verfahren abfrage. Den Hut auf hat der Nutzer, ne, der das Gebäude dann in Zukunft nutzt. Und er muss uns schon im Teilnahmewettbewerb einen Planer oder einen Projektsteuerer nennen. Aber sozusagen wirklich arbeiten muss dieser erst in der zweiten Stufe. Deswegen haben wir gesagt, diese Niederschwelligkeit. Wir wollen in dem ersten Angebot noch kein ausgearbeitetes Architekturkonzept, sondern wirklich nur diese Nutzungsskizze, um es niederschwellig zu halten. Und dann erst in der zweiten, also in der Endrunde beim finalen Angebot, da müsste dann der Planer auch zusammen mit den Nutzern das ausarbeiten. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Ergänzung. Und es wurde ja vorhin auch gesagt, dass es dafür eine kleine Entschädigung geben wird in der Stufe 2. Also auch das vielleicht nochmal eine Besonderheit zu den Verfahren hier, zu den Konzeptverfahren in Tegel, die geplant sind. Als nächstes nochmal eine Frage an die Koordinierungsstelle. Und in Bezug, ich vermute auch, dass viele Einzelne eben sich irgendwie gern zusammenfügen wollen würden. Und wie findet man denn heraus, ob es bereits Genossenschaften gibt? Wird man darüber in einem Newsletter informiert? Welche Öffentlichkeitsarbeit gibt es? Das kann die Nele Trautwein uns bestimmt gut beantworten. Ja, danke schön. Ja, genau, also über die bestehenden Genossenschaften beraten wir gerne. Also wir haben ja schon vorgestellt, es gibt dann eben diese Erstberatungen, zu denen Sie zu uns kommen können, die Sie mit uns vereinbaren können. Und da würden wir Ihnen dann eben auch die verschiedenen bereits bestehenden Genossenschaften vermitteln. Und es werden sich ja sicherlich in dem Zuge jetzt mit den großen Veränderungen von Tegel Projekt auch nochmal kleinere Genossenschaften, Gruppen bilden, die dann unter die Dächer von größeren Genossenschaften vielleicht schlüpfen können etc. Also da können Sie gerne auf uns zukommen, da sind wir die richtige Adresse. Genau, ja, soweit erstmal. Genau, und vielleicht ergänze ich auch noch, also es ist ja eben auch geplant, durchaus ein Newsletter, aber eben auch auf der Webseite der Koordinierungsstelle irgendwann begleitend auch mit zu informieren. Wir werden sicherlich eben diesen Akteurskreis hier auch noch ein bisschen genauer gemeinsam vorbereiten müssen und schauen eben, wer hat da welche Aufgaben und wo können wir am besten unterstützen. Auch das wird sich sicherlich ein Stück weit lernend im Prozess auch ergeben. Die nächste Frage geht wieder an Frau Sack und zwar zum Thema geförderter Wohnungsbau. Ich glaube, vorhin ist es schon angeklungen, einmal das Berliner Modell, aber eben auch die andere Frage, wie ist es in dem anderen Plot, der da vorgesehen ist, sozial geförderter Wohnungsbau, wird der für Baugruppen, Baugemeinschaften verpflichtend sein? Ja, es kommt auf die Größe des Baufeldes an, das hatte ich schon gesagt. Bei kleineren Einheiten haben wir das nicht und bei den großen Einheiten ist es aber notwendig. Ne? Also das kommt auf spezifisch, dann, das sieht man dann im jeweiligen Vergabeverfahren. Ja. Gut, nehmen wir auf jeden Fall auch erstmal so mit. Und die nächste Frage auch gleich an die gleiche Stelle. Und zwar das Thema Holzbau. Das hat wohl auch viele interessiert. Die Bauhütte 4.0. Wie funktioniert denn das genau? Und kommt der Holzbau insgesamt zentral von der Bauhütte? Also ich glaube, da gibt es einen ganzen Fragenkomplex, der hier aufgetaucht ist. Vielleicht kann man so einen kleinen Einblick geben. Ich würde diese Frage gern wieder an Frau Sack geben. Ja, die Bauhütte 4.0, die hat sich aufgeteilt. Einmal, dass wir eine Ausschreibung jetzt auf den Markt bringen, die wir zusammen mit dem Berliner Forsten entwickelt haben, wo wir ein holzverarbeitendes Unternehmen suchen. Das ist jetzt gerade im Werden. Und dann gibt es ein zweites Element, das heißt jetzt Future Hut, also von UTR und ein F dazu. Future Hut, das ist unser Terminal C. Und hier werden wir forschen zur Bauwende, zu den Baustoffen der Zukunft. Hier werden wir forschende Betriebe, Universitäten, Hochschulen können sich hier einmieten, aber auch die Industrie. Und hier wollen wir einfach auch untereinander ins Gespräch kommen, wie man in Zukunft baut. Das ist aber eben eher eine Art Lab, wo man Dinge ausprobieren kann. Wir wollen das Terminal C einfach nochmal 10 Jahre stehen lassen. Das soll nächsten Januar an den Start gehen.
und hier alles Mögliche ausprobieren, zu nachwachsenden Rohstoffen, zum Upcycling von Beton und natürlich auch zum Holzbau. Also sind diese zwei Elemente. Jetzt, wenn Sie sich bieten für ein kleines Los, dann können Sie das gerne auch regional. Wir haben hier auch alle kartiert, die ganzen Betriebe, die es im Umland auch gibt und auch in Berlin gibt. Und für kleinere Plots können Sie sich einfach auch an die regionalen Player wenden. Die ein 4- bis 6-geschossiges Hochhaus ist ja kein Hexenwerk. Das kann man heute einfach so runterbauen. Da können Sie, sind Sie ganz frei auf dem Markt, sich da Ihre Firma auszuwählen. Okay, vielen Dank erstmal für die Informationen. Das alles wird man nachlesen können, ebenfalls in den Exposés schätzungsweise, was sozusagen dieses Thema anbelangt. Und bestimmt wird es in Folge auch nochmal speziell zum Holzbau vielleicht weitere Informationen geben. Die nächste Frage geht nochmal an Herrn Nowotny und betrifft vor allen Dingen nochmal den Städtebau und geht im Grunde auch ein Stückchen in Richtung Bebauungsplan. Ist denn die Blockrandbebauung zwingend vorgeschrieben und was bedeutet das für die Fassadengestaltung? Kann man denn da auch abweichen als Baugemeinschaft mit eigenen Konzepten? Also vielleicht fange ich mal von hinten und von der Fassadengestaltung. Wir würden uns natürlich freuen, wenn hier eine tolle Ideen eingebracht werden von den Architektinnen und Architekten der entsprechenden Bieter. Wir wünschen uns eine kreative, eine gute Architektur, eine gute Gestaltung im Quartier. Es ist so, dass natürlich gewisse Rahmenbedingungen auch vorgegeben sind. Ich hatte die Nachhaltigkeitsaspekte genannt, auszugsweise. Wir haben Themen, die ich noch nicht genannt hatte. Thema Klima ist auch das Thema der Fassadenbegrünung. Das heißt, wir haben bestimmte Aspekte natürlich, die einen Einfluss haben auf die Architektur. Wir haben natürlich in den Bereichen, Gut und Sack hat es gesagt, wo wir jetzt entsprechende Förderung haben oder Mietpreisbindung haben, haben wir entsprechende Bindung natürlich auch an die Struktur, an die Effizienz. Auch das sind Auswirkungen. Aber ich würde es so formulieren, wir haben einen gestalterischen Rahmen, auch zur Farbigkeit. Zum Teil haben wir Festlegungen, was eine Holzsichtigkeit der Fassade angeht. Also wir haben einen gestalterischen Rahmen, den werden Sie dann in den entsprechenden Unterlagen wiederfinden. Aber wir würden uns natürlich unheimlich freuen darüber, wenn wir innerhalb dieses Rahmens eine tolle Architektur sehen und die am Ende zu einem abwechslungsreichen Quartier führt. Zur Blockrandbebauung ist es tatsächlich so, dass wir dies entsprechend festgelegt haben in den Bebauungsplänen. Die Bebauungspläne oder die Bebauungsplanentwürfe, die es noch zum Start des Verfahrens sind, dort können Sie dann die entsprechenden Grundlagen für die Planung entnehmen. Und wir haben tatsächlich jetzt nicht vor, diese Blockrandbebauung aufzulösen in Zeilenstruktur. Also das ist schon ein Rahmen, innerhalb dessen man sich bewegen sollte. Mhm. Ja, klare Antwort auf jeden Fall an der Stelle. Dankeschön. Die nächste Frage oder vermutlich auch mehrere Fragen gehen noch mal in Richtung Eigentumsformen. Was ist denn gedacht an möglichen Eigentumsformen? Wer kann sich bewerben auf die Verfahren? Und diese Frage geht noch mal an Frau Hör von der BIM. Bewerben kann sich nach jetzigem Stand grundsätzlich jeder. Allerdings streben wir ja eine gemeinwohlorientierte Nutzung perspektivisch an, die dann ja auch in dem Erbbaurechtsvertrag festgeschrieben sein wird. Und wir werden dann in der Folge darauf achten, dass nicht nur voraussichtlich zum Erbbaurechtsvertrag schon eine gemeinwohlorientierte Rechtsform gewählt wird, mit der der Erbbaurechtsnehmer dann unser Vertragspartner wird. Ganz abgeschlossen sind unsere Besprechungen diesbezüglich noch nicht. Gegebenenfalls werden wir dort noch weiter modifizieren, ob es eventuell auch Möglichkeiten gibt, dass diese gemeinwohlorientierte Nutzung sich dann später bei dem Mieter niederschlagen muss. Aber bewerben, so kann sich grundsätzlich jeder. Genossenschaften sind willkommen, Baugruppen, die meistens ja eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gründen, sind willkommen, soziale Träger sind willkommen,
ja, das sind unsere Partner. Genau, vielen Dank. Also gemeinwohlorientiert ist, glaube ich, der Rahmen, den man erstmal oben drüber schreiben kann. Das ist ja rechtlich nicht so ganz einfach, sozusagen immer in der Fixierung. Im Grunde geht jetzt die nächste Frage ein bisschen in eine ähnliche Richtung, und zwar, warum sich die Tegel-Projekt nicht überlegt hat, vielleicht einzelne dieser Gruppierungen nochmal für besondere Grundstücke nach vorne zu holen, sondern eben insgesamt Baugemeinschaften, Genossenschaften alle gleichermaßen anspricht. Was ist sozusagen der strategische Hintergrund zu sagen, man ist offen, oder ist das vielleicht einfach auch eine vergaberechtliche Thematik, die man gar nicht anders lösen kann? Die Frage geht nochmal an Frau Sack. Ja, die könnte wahrscheinlich Frau Höher besser beantworten, aber tatsächlich ist es eine vergaberechtliche Angelegenheit. Wir können jetzt nicht sagen, nur für Baugruppen oder nur für Baugenossenschaften, sondern es ist genauso, wie Frau Höher es eben gesagt hat, es ist immer offen. Also, aber es kann Spezifika geben in einzelnen Feldern, so wie wir gesagt haben, einmal ist das der Schwerpunkt, das studentische Wohnen, und im anderen Fall ist es vielleicht irgendwie der Platz, und das kann auch nochmal was anderes sein. Aber ansonsten ist das Verfahren offen. Also für ob Baugruppe, ob wie man sich organisiert. Also ein Unterschied zwischen einer Baugenossenschaft, die man neu gründet, und einer Baugruppe, das sind ja einfach nur Formatierungen, wie man sich organisiert. Mhm. Ja, ich glaube auch, vielleicht kann ich das nochmal sozusagen mit dem anderen Hut der Koordinierungsstelle ergänzen. Ich glaube, da gibt es sehr viel gutes Material und Grundlagen, was auch gern die Koordinierungsstelle nochmal zur Verfügung stellt. Wie funktioniert denn eigentlich die Gründung einer Genossenschaft? Was ist eine GbR? Welche Modelle gibt es noch als Baugemeinschaft? Und wie kann man sich zusammenfinden? Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, das würde ich sagen, nehmen wir als Koordinierungsstelle auch gern nochmal mit, weil es anscheinend auch einige interessiert. Es gibt jetzt nochmal eine ganze Menge Fragen zum Thema Zeit. Leiste. Wann geht es denn wirklich los? Wie lange dauert das alles? Also vielleicht noch mal ein kleines bisschen feiner in der Zeitschiene. Wann sollen denn die ersten Wohneinheiten begonnen werden zu bauen im Rahmen dieser Konzeptverfahren? Die Frage soll an Frau Sack gehen, aber ich glaube, die können wir Herrn Nowotny auch stellen. Ja, ist sie jetzt an mich gerichtet oder an Frau Sack? Also ich hatte ja so ein bisschen was zur Zeit. Genau, fangen Sie doch mal an, Herr Nowotny, und dann geben wir weiter an Frau Sack. Okay. Nochmal präzise, wir hatten schon gesagt, September wollen wir starten mit dem Baufeld 11. Im dritten, vierten Quartal, dann direkt im Anschluss zeitgleich mit dem Baufeld 26, bestehend aus Baulosen. Wir werden dann drei Stufen haben im Verfahren: Teilnahmewettbewerb, Erstangebot und dann das endgültige Angebot. Wir rechnen damit, dass es schon über das gesamte nächste Jahr dauern wird, bis dann die Anhandphase beginnt. Ja, also der Prozess wird entsprechend diesen Zeitraum in Anspruch nehmen. Und so wird es dann sein. Wir werden sicherlich über den gleichen zeitlichen Rhythmus haben, auch mit dem Baufeld 26, was dann entsprechend diesen Zeitraum in Anspruch nimmt. Es müssen sich auch um Finanzierungsfragen gekümmert werden seitens der Mieter. Es müssen die Architekturideenkonzepte erstellt werden. Wir wollen uns die Zeit nehmen, auch die Verhandlungen zu führen. Gut und Sack hat das erläutert. Na, wir wollen wissen, wenn Sie die Unterlagen bekommen, passt das so oder haben Sie anregende Hinweise, bevor wir dann zum endgültigen Angebot kommen. Und das nimmt natürlich entsprechenden Zeitraum in Anspruch. Auf der anderen Seite haben wir gleichzeitig natürlich das Interesse daran, so zügig wie möglich die Verfahren durchzuführen. Das heißt, möglichst schnell auch zu einem Baubeginn zu kommen. Ich weiß nicht, Gut und Sack, möchtest du noch das ergänzen? Ja, ich möchte noch das ergänzen und vielleicht ein bisschen auf die Tube drücken. Also ich will es mal andersrum. Es kommt ja auch darauf an, wie viele Bewerber wir haben. Aber wir würden gerne 2025, Anfang 2025 mit dem Bauen beginnen. Deswegen ist es uns auch wichtig, die Finanzierung, dass sie schon eine gewisse Finanzdecke haben müssen und dass es auch von ihrer Seite da in gewisser Weise schnell geht, damit wir hier auch ins Machen kommen. Also ja, das Verfahren dauert eine gewisse Zeit, aber man kann überlegen, inwieweit man die Planung in dieser Zeit vorantreibt. Und optimal wäre es, wenn wir 2025 mit dem Bauen beginnen.
Das ist ein sportliches Ziel auf jeden Fall, aber richtig an der Stelle nochmal auf diese Zeitschienen auch hinzuweisen, weil bestimmte Phasen einfach auch ihre Zeiträume haben. Die nächste Frage geht nochmal, wann und wo werden denn die Verfahren veröffentlicht? Ich glaube, das ist schon einmal gesagt worden, aber vielleicht können wir es einfach nochmal wiederholen, dann auch für alle Fragesteller aus dem Chat. Ich glaube, Herr Nowotny hat dazu auch schon was gesagt. Ich glaube, Frau Höher, Sie können das beantworten. Ne? Frau Höher, ja. Ja, das sind die Vergabeplattformen des Landes Berlin, i2Tender. Und da wird es veröffentlicht werden. Genau, und ich gehe davon aus, dass alle aber sicherlich auch noch mal darauf hinweisen, also sowohl die Koordinierungsstelle und bei den. Und natürlich auch auf den jeweiligen Homepages unserer, also sowohl bei der Tegel-Projekt als eben auch auf unserer Homepage. Genau. Okay, danke schön. So, die nächste Frage, können Frau Höhr vielleicht gleich nochmal eingeblendet bleiben. Woran orientiert sich der Erbbauzins und wie hoch sind die Verkehrswerte? Ich glaube, das ist auch ein ganz spannender Fragekomplex zu dem Thema Finanzen eben. Wir haben es ja jetzt schon mehrfach gehört. Es ist einfach wesentlich, dass man auch rechtzeitig sozusagen zu den Rahmenbedingungen Bescheid weiß und weiß, worauf man sich einlässt. Also kann man zu diesen Höhen bereits etwas sagen? Zur Höhe der Verkehrswerte können wir aktuell noch nicht sagen. Die Verkehrswerte werden aktuell gerade ermittelt, werden dann aber veröffentlicht auf jeden Fall. Und der Erbbauzins, der muss positiv sein. Also es geht bei einem Euro los und es gibt natürlich keine Vorgaben, aber er muss auf jeden Fall im positiven Bereich liegen. Ich glaube, da ist die Spannbreite dann auch breiter. Dann sind wir sehr gespannt, sozusagen, wie das auch in der Umsetzung sein wird. Genau. Und ich gehe. Ja, wenn ich noch kurz ergänzen darf, man sollte sich natürlich, wenn man den Erbbauzins dann bietet und sein Erbbauzinsangebot abgibt, sollte man natürlich für sich selbst ausrechnen, anhand einer Residualbewertung, was habe ich an Einnahmen, was habe ich an Ausgaben, wie kann ich diesen Erbbauzins dann auch dauerhaft bedienen. Genau, und ich glaube, das ist ebenfalls wieder so ein Stichwort, also nochmal so verschiedenste Modelle, die es da ja auch gibt, die man auch im Netz finden kann, wird vielleicht auch nochmal ein Thema sein, das dann auch an die Hände zu geben der Interessierten an der Stelle. Der zweite Teil der Frage geht nochmal an Frau Höhr, und zwar, ob die Verkehrswerte eingefroren werden über den Zeitraum des Verfahrens. Ja. Klare Antwort. Also es erfolgt dann keine Anpassung, sondern wenn der Verkehrswert veröffentlicht wurde, dann wird er auch eingefroren. Ja. Mhm. Gut, vielen Dank. Und die nächste Frage geht nochmal an Herrn Nowotny, und zwar zum Thema Kindertagesstätten, wo die geplant sind und wie das umgesetzt werden soll mit Kindertagesstätten. Also zu Schulen haben wir schon was gehört. Die Kitas stehen jetzt nochmal zur Frage. Die Kitas haben wir selbstverständlich nicht vergessen bei der Planung des Quartiers. Wir haben natürlich aus den entsprechenden Richtwerten abgeleitet, die Kita-Stellen. Und sie sind in den Baufeldern der Wohnungsbaugesellschaften untergebracht, also angeordnet. Das heißt, sie sind Bestandteil der Baufelder der Wohnungsbaugesellschaften und entsprechend nicht der Konzeptverfahren. Ja, von daher, es ist eine vollständige Abdeckung vorgesehen mit Kita-Plätzen, aber nicht in den Konzeptverfahren. Okay, also auch an dieser Stelle erstmal danke für die Information. Kitas nicht vergessen. Mhm. Ich gucke jetzt mal so ein kleines bisschen hier in die Fragen-Chat unten. Es gibt noch eine nächste Frage, genau. Ich glaube, wir kommen auch so ganz lange langsam ans Ende der Fragerunden. In anderen Städten ist es vergaberechtlich möglich, Grundstücke nur an Genossenschaften zu vergeben, in München zum Beispiel. Wie kann das sein? Also das ist nochmal so ein bisschen der Vergleich. Das ist vorhin ja schon angeklungen. Frau Sack hat es gesagt, dass durchaus auch München mal Vorbild war mit verschiedenen Quartieren. Ja, im Grunde ist es vorhin schon beantwortet worden, diese Frage, dass man vergaberechtlich sozusagen daran gebunden ist, allgemein auszuschreiben an gemeinwohlorientierte Träger. Vielleicht mag Frau Höhr das nochmal aufgreifen und vergaberechtlich vielleicht einfach nochmal einordnen.
Ja, ich hatte vorhin in meinem Vortrag ja schon die Regularien des Vergaberechtes erwähnt. Wir hier in Berlin sind an die Entscheidungen der Vergabekammer gebunden. Und die Vergabekammer Berlin hat gerade auch aktuell in einer Beschwerde, in einer Rügeangelegenheit entschieden, dass entsprechende Grundstücksvergaben dem Vergaberecht unterliegen. Und aus diesem Grund gilt halt der vorhin von mir ausgeführte Gleichheitsgrundsatz, sodass wir die Verfahren erstmal für alle Beteiligten öffnen müssen. Vielen Dank auch dafür die Klarstellung. Bietet ja auch eine Chance, darf man ja auch nicht vergessen. Ja, genau. Nehmen wir auf jeden Fall auch erstmal alles so mit. Es gibt eine allerletzte Frage und im Grunde ist das auch schon angeklungen. Wann geht es denn los mit dem Bauen? Frau Sack war ganz optimistisch, dass das 2025 passiert. Und jetzt kommt die allerletzte Frage und vielleicht ist das auch schon ein bisschen die Überleitung, ein kleines Schlusswort und da darf auch gerne nochmal die Expertenrunde hier was dazu beitragen. Wann kann ich einziehen und wie geht es dann weiter? Also Frage an Frau Sack, wann kann ich einziehen und wie wird es sich dann gestalten? Also 2025 geht es idealtypisch los und der Holzbau, der geht ja schneller als der konventionelle Bau. Wenn ich Ihnen jetzt sage Ende 2025, dann ist das vielleicht arg sportlich. Also sagen wir 2026 können Sie einziehen, wenn alles gut geht, aber den Bau organisieren Sie ja dann als Gruppe oder als Genossenschaft selber. Also würde ich sagen, 2026 sollten die ersten Häuser bezogen werden können. Ein Jahr Bauzeit, sportlich auf jeden Fall. Ich gebe mal gleich hier so eine ganz kleine letzte Blitzlichtrunde in die Expertenrunde. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle, dass Sie allen Fragen gegenüber offen waren und erstmal wir natürlich versuchen, sie zu beantworten. Es sind noch einige im Chat verblieben, die wir möglicherweise nicht aufgreifen konnten. Manches wird vielleicht im Nachgang noch versucht zu beantworten. Anderes sind aber auch so Themenkomplexe, die werden einfach in den folgenden Monaten immer wieder mal auftauchen, schätzungsweise. Und wir können dann sicherlich bei dem ein oder anderen Thema aus verschiedensten Stellen noch mal hilfreich zur Seite stehen. Ich gebe mal so eine ganz kleine letzte Runde. Also das, was jetzt an Fragestellungen da war, es zeigt ja auf jeden Fall ein großes Interesse. Zufrieden erstmal mit der Veranstaltung und genau, so dieses Thema, wie geht es jetzt so richtig weiter? Freuen sich, glaube ich, alle drauf, dass es wirklich losgeht. Und so ein ganz kleines Abschlussstatement und ich gebe dann doch noch mal an Frau Sack. Ja, erstmal vielen Dank an alle für Ihr Interesse und ja, würde mich sehr freuen, wenn Sie hier mitmachen. Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Wir werden in den nächsten 2 Jahren den Straßenbau vorantreiben, damit Sie dann Ihre Häuser in Ruhe bauen können. Und auch wir freuen uns sehr, wenn es jetzt losgeht. Geben mal sozusagen die gleichen Fragen auch weiter in der Runde und würde gerne Herrn Nowotny auch noch mal bitten für ein ganz kleines Schlusswort. Ja, ich kann mich dem, was Gudrun gesagt hat, natürlich nur anschließen. Wir gehen oder haben uns viel Mühe gegeben in den vergangenen Jahren, hier ein tolles Quartier zu entwickeln, ein nachhaltiges Quartier zu entwickeln. Wir gehen in vielen Punkten neue Wege. Das ist vielleicht auch nicht ganz immer einfach, auch im Verfahren. Aber deswegen haben Sie hier die Kolleginnen kennengelernt, die Beratungsstellen, die unterstützen sollen, die dabei helfen sollen, Lösungen zu entwickeln. Ich glaube, das ganze Schumacher-Quartier ist eine tolle Chance. Und wir würden uns riesig freuen, wenn Sie sich beteiligen würden an dem Verfahren. Dankeschön. Genau, das heißt dann auch viel Arbeit für die BIM. Frau Hör, freuen Sie sich auch ein bisschen auf die Zeit? Ja klar, wir stehen ja auch in den Startlöchern. Vor uns liegen jetzt noch arbeitsreiche Wochen. Einige Themen sind auch noch mit den Kolleginnen und Kollegen von der Tegel-Projekt abzustimmen. Aber wir haben auch in den letzten Jahren durch die von uns durchgeführten Konzeptverfahren viel gelernt. Und gewisse Dinge werden wir anpassen. Diese Anpassungen werden auch schon bei den Verfahren jetzt für das Schumacher-Quartier Umsetzung finden. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr und
wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen. Wir laden Sie herzlich ein, hier Teil dieses größten städtebaulichen Modellquartiers in Berlin zu werden und freuen uns auf Ihre Konzepte, sind auch neugierig, was da so kommt. Ich glaube, neugierig ist die Koordinierungsstelle auch und ich gebe gerne noch mal für ein kleines Schlusswort an Nele Trautwein. Ja, das wollte ich gerade sagen. Neugierig ist ein gutes Stichwort. Wir sind sehr neugierig und gespannt auf Ihre Konzepte und Anfragen und freuen uns, wenn Sie sich dann bei uns melden. Wie gesagt, wir sind die erste Anlaufstelle, wenn Sie sich für die Konzeptverfahren des Landes Berlins und eben speziell hier Tegel interessieren. Und ja, wir werden uns da reinstürzen, alle Informationen gut verständlich für Sie aufzubereiten, sodass Sie da ja gut betreut werden. Vielen Dank. Genau, und gute Chancen haben auch teilzunehmen und natürlich auch im Verfahren zu bleiben. Wir haben ja gehört heute, es ist wirklich ein tolles Quartier und eine große Chance für Berlin, glaube ich, in einem solchen Quartier mit zu tun, mit gestalten zu können. Vielen Dank für die engagierte Runde und auch für die vielen, vielen Fragen aus dem Chat. Ich würde gerne noch mal die Regie bitten, unsere letzte Kontaktfolie einzublenden, weil Sie können natürlich Ihre Fragen heute stellen, aber auch in den folgenden Wochen und Monaten. Ich glaube, so richtig los geht es dann, wenn dann die Exposés alle online stehen und natürlich auch nochmal veröffentlicht ist, wie ist das Regularium ganz im Detail. Das konnte heute erstmal nur ein erster Überblick sein und ich lese die hier einfach jetzt nochmal vor, auch wenn Sie die natürlich alle im Nachgang nochmal sehen können. Die Fragen zu Planungen im Schumacher-Quartier, die gehen natürlich an die Tegel-Projekt, in dem Falle die Internetseite info@berlintxl.de. Fragen zum Thema Konzeptverfahren, wie das dann mit den Baugemeinschaften ist oder welche Rechtsmodelle es noch gibt, gerne an konzeptverfahren@stadtbau.de, an die Koordinierungsstelle, zu den Vergabeverfahren selbst und natürlich auch den ganzen rechtlichen Konsequenzen, die damit dranhängen, gerne an konzeptverfahren@bim-berlin.de. Es kann sein, dass wir vielleicht in ganz wenigen Minuten vorfristig fertig sind, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das gar kein Problem ist, weil heute bei diesen Temperaturen sind vermutlich alle froh, wenn irgendwann Feierabend ist. Ich bin's auch. Ich danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für die engagierte Diskussion. Danke an die Experten. Danke ans Technikteam. Das war ganz wunderbar hier vorbereitet alles. Und natürlich auch ans gesamte Team der Tegel-Projekt. Vielen Dank und einen wunderbaren Abend Ihnen allen.